ganz herzlich. Hallo, schön, dass Sie da sind. Wir muss ganz offen sagen, als wir das vor einem Jahr geplant haben, haben wir den Kirchentag nicht im Blick gehabt. Deswegen müssen wir einfach mit der Konkurrenz jetzt zurechtkommen. Aber wir haben auf jeden Fall auch ausgewiesene, sehr engagierte Sprecherinnen und Sprecher, Referentinnen und Referenten, sodass wir mit Ihnen, mit euch, glaube ich, den Abend sehr gut bestreiten können. Ich grüße Sie ganz herzlich in die Heinrich-Böll-Stiftung. Ich freue mich, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Diese Veranstaltung findet im Rahmen unserer Reihe Perspektiven für eine offene Einwanderungsgesellschaft. Die letzten beiden Veranstaltungen, die wir gemacht haben, haben sich mit verschiedenen Phänomenen, gesellschaftlicher Spaltung, Ängste, Hass, aber auch Strategien gegen Rechtspopulismus. Das war die erste Veranstaltung. Die zweite Veranstaltung hatte den Titel Radikalismus und Terror, Sicherheit in der verunsicherten Gesellschaft. Und die heutige Veranstaltung will den Blick nach vorne richten mit dem Titel Vielfalt und Zusammenhalt, Perspektiven der Einwanderungsgesellschaft. Das ist so eine gewisse Dramaturgie, die wir uns überlegt haben, was ist heute kontrovers, was spaltet die Gesellschaft heute oder droht zu spalten? Das ist die Frage, findet die Spaltung tatsächlich statt oder ist es auch eine gefühlte Spaltung? Wo gibt es die Risiken der Spaltung und natürlich die reale Gefahr, die wir auch spüren durch Radikalismus und Terror? Das ist das Thema. Natürlich müssen wir im Dialog bleiben und auch die offene Gesellschaft, zumindest wir als die Heinrich-Böll-Stiftung, auch propagieren und mitgestalten. Das eine schließt nicht das andere aus, kontrovers diskutieren, über Wege streiten und trotzdem für etwas stehen. Es geht auch um Haltung. Aus Europa und anderen Regionen sind in den letzten Jahren Hunderttausende Migrantinnen und Migranten sowie Geflüchtete auf der Suche nach besseren Lebensperspektiven und Schutz vor Krieg und Gewalt nach Deutschland gekommen. Deutschland hat viele dieser Menschen großzügig aufgenommen. Deutschland wurde zu einem beachtenswerten Beispiel einer offenen europäischen Gesellschaft. Nichtsdestotrotz herrscht aber auch ein Klima der Angst und Verunsicherung, schwebt über die Zuversicht der Willkommenskultur. Wir haben in den letzten Monaten viel über Grenzkontrollen, Verschärfung des Asylgesetzes, aber auch Leitkulturdebatte gehört und das beherrscht weiterhin auch die politische Debatte. Trotz vielen Schwierigkeiten hat Deutschland viele der Herausforderungen der letzten Jahre bewältigt, weil auch Deutschland das Potenzial hat, die Ressourcen hat. Nichtsdestotrotz bleiben viele Fragen der Integration, der Teilhabe von Geflüchteten, aber auch von Einheimischen bleiben offen. In den letzten beiden Veranstaltungen haben wir also die Gefahren besprochen. Jetzt geht es auch darum, wie wollen wir das in Zukunft gestalten? Wie geht es weiter in der Einwanderungsgesellschaft Deutschland? Wie wollen wir das Zusammenleben gestalten? Und welche Streitkultur brauchen wir? Das sind Themen, die wir heute mit Edil Bayda, mit Leyla Yunis El-Amer und mit Aneta Kahane besprechen wollen. Die Reihe hat Brechkay Ferhat moderiert, die sie auch heute moderieren wird. Brechkay Ferhat ist Journalistin, Moderatorin und seit kurzem auch die Geschäftsführerin der Berliner Dependant vom Bundesverband der Netzwerke von Migrantenorganisationen, kurz NEMO. Und kannst du auch vielleicht kurz sagen, weil das ja auch dazu gehört, welche Formen der Selbstorganisation brauchen wir, welche Formen von Empowerment brauchen wir, um Sichtbarkeit und auch Teilhabe zu ermöglichen. Ich freue mich, dass Sie heute trotz der vielen Veranstaltungen da sind, auch bei dem schönen Wetter. Und Brechkay wird das gleich auch zu dem Format ein bisschen was sagen, sodass wir hier eine Form der interaktiven Debatte auch führen wollen. Es gibt nicht, es soll keine Einbahndebatte, Diskussion sein, sondern wir wollen durch Partizipation und durch so ein Format von Fishbowl, den Sie wahrscheinlich aus anderen Zusammenhängen kennen, auch die Diskussion heute gemeinsam gestalten.
Ja, vielen Dank und viel Spaß. Ja, vielen Dank, lieber Mekkonen. Und dann würde ich einfach noch mal ganz kurz vorstellen, wer hier noch mal ist. Und zwar ist, freuen wir uns sehr, dass Annetta Kahane da ist. Annetta Kahane ist Vorsitzende des Vorstands der Antonio Amadeo Stiftung. Der Amadeo-Antonio Stiftung, bitte um Verzeihung, genau, völlig richtig. Neben ihr ist Idel Beider. Ich sage jetzt nicht AK Gillette Eiche. Idel ist Schauspielerin und Kabarettistin. Und neben mir ist Laila Younes El Amaire. Laila ist Künstlerin, Mitbegründerin von iSlam, richtig? Aktivistin. Da ist dein Mikro, genau, kannst du gleich schon mal widersprechen. Und Trainerin eben auch bei iSlam. Vom Format her würden wir jetzt hier ein bisschen ins Gespräch kommen zu den Themen, die Mekkonen gerade auch angesprochen hat. Und dann würden wir gerne, dass ihr sie schon mal so ein bisschen mitdenkt, weil dieser Stuhl da und das Mikro ist ganz bewusst auch da, dass Themen vielleicht, die euch und Ihnen durch den Kopf gehen, die wir jetzt auf dem Podium nicht besprechen, dass wir die einfach hier dann ab einem gewissen Zeitpunkt X, wenn wir dann das einfach wirklich öffnen und sagen, dann kann jeder auch hier nach oben kommen und einfach auch seine Themen mit uns, mit Ihnen besprechen. Und wir machen jetzt so ein bisschen erstmal so eine Art gucken, wie sind die einzelnen Positionen, würden das dann aber wirklich auch ganz, ganz schnell öffnen, damit wir dann wirklich ins Gespräch kommen und gemeinsam gucken, wie gestalten wir denn eigentlich Einwanderungsgesellschaft oder wie gestalten wir Deutschland. Jetzt hat es ja Mekkonen gerade auch schon gesagt, wir hatten den Sommer 2015 und die Willkommenskultur. Und viele haben mitgemacht, sich beteiligt, machen auch noch das bis heute. Wenn man das jetzt vergleicht und schaut, wo wir jetzt im Frühsommer 2017 sind, so einfach mal ein bisschen provokant gefragt, war das dann heiße Luft, was wir im Sommer 2015, kann man darauf aufbauen? Oder sieht das jetzt schon wieder ganz anders aus, zwei Jahre später? Idel, wie siehst du das? Ja, ihr könnt euch einfach jeder, haben wir gesagt, ne, jeder hat sein Mikro. Naja, also ich meine, es hatte ja wirklich mit Begrüßung angefangen. Das, damals war es nicht an. Ist an und so, mein Check. Mein Check, one, two, Bruder. Okay. Okay. Ja, richtig. Es hatte angefangen 2015, wann war, was hast du gesagt? 2015, ne? Ja. Ja. Und jetzt sind wir zwei Jahre weiter. Ich kann jetzt erstmal nur von einem subjektiven Gefühl ausgehen. Und ich finde, also mein subjektives Gefühl von dem, was ich wahrnehme an Informationen, ist schon sehr ganz, also ich fühle Spaltung. Das ist so das, was ich fühle. Also irgendwie versucht jeder was hinzukriegen. Ganz viele Leute versuchen ganz tolle Sachen hinzukriegen. Und dann ist aber immer wieder Informationen von wie böse und wie schlecht. Und also ich muss sagen, ich fürchte, dass wenn noch mehr oder noch mal so eine mediale Flüchtlingswelle kreiert wird, dass das diesmal nicht mehr mit einem Welcome-Plakat endet. Das ist mein subjektiver Eindruck, den ich gerade zur Zeit habe. Annetta, wie ist dein Eindruck? Ja, wir. Glaube ich, machst alle. Machst du an? An. Gut. Ja, wir reden ja von Eindrücken. Wir reden ja nicht von wirklich objektiven Befunden. Sagen wir mal so, es gibt ja ein paar Erhebungen zu diesem ganzen Thema. Und die entsprechen auch ein bisschen meinem Gefühl oder meinem Eindruck, und der ist eigentlich ganz positiv. Wir können sagen, dass Politik jetzt restriktiv reagiert hat und diese ganzen sicheren Herkunfts-, Drittstaaten und so weiter, Abschiebungen und so weiter. Aber wir haben eine Polarisierung auf der einen Seite. Das heißt also, wir haben diejenigen sogenannten Wutbürger, die schon immer was gegen die Kanaken hatten, die sagen das jetzt auch sehr offen und sehr aggressiv. Die haben sich das früher nicht so getraut, auch verstärkt durch die sozialen Netzwerke. Und auf der anderen Seite ist also diese wirklich sehr, sehr erstaunliche Öffnung der Gesellschaft deutlich geworden. Und die große Hilfsbereitschaft, also das, was die sogenannte Willkommenskultur gebracht hat, hat sich direkt übersetzt in die Zahlen des
des bürgerschaftlichen Engagements. Also die Zahlen von den Leuten, die sich gesellschaftspolitisch engagieren und freiwillige Arbeit machen und so weiter, sind gestiegen seit 2015. Also wir haben da ganz klaren Trend nach oben. Politisierung und Polarisierung bedeutet nicht nur das Negative, sondern bedeutet auch, dass sehr viele Leute die Dinge sehr viel differenzierter sehen. Also ich habe das Gefühl, auf der einen Seite ist die rechte Szene sehr heterogen geworden, interagiert sehr gut, stößt sich gegenseitig in Kampagnen an, und auf der anderen Seite ist aber auch für die Mehrheitsbevölkerung ganz deutlich geworden, dass die Einwanderungsgesellschaft sehr heterogen ist. Also das heißt, es ist ein bisschen ein paradoxes Ergebnis von diesem Flüchtlingsbashing, dass man sagt, ja, die sind ja gar nicht alles, die sind ja gar nicht alle gleich. Da gibt es ja die und die, also nicht nur unter den Flüchtlingen, dann gibt es ja auch noch die, die schon hier geboren sind und so weiter. Also das, was man versucht hat zu verhindern, ist mein Eindruck, ist jetzt sozusagen, nachdem man es über mehrere Jahrzehnte sehr stark versucht hat, klarzumachen der deutschen Mehrheitsgesellschaft, dass Einwanderungsgesellschaft heterogen ist, jetzt ist es irgendwie fassbar. Also das ist jedenfalls mein Eindruck, dass es da im positiven Sinne paradoxe Reaktionen gegeben hat. Laila, teilst du den Eindruck? Ich könnte mir vorstellen, eher nicht. Ja, also ich spreche jetzt mal tatsächlich so von den Erfahrungen, die ich da so gemacht habe. Wir haben ja schon festgestellt, das ist alles relativ so subjektiv, die Eindrücke, die man da hat. Und die Erfahrung, die ich halt gemacht habe, ist, dass jetzt die Geflüchteten, die ich treffe, oder beziehungsweise, die man dann halt auch so kennt, sind dann halt auch ziemlich stark desillusioniert. Und zwar dahingehend, dass zum Beispiel sie immer noch an derselben Stelle stehen wie vor 2 Jahren, sprich mit ihrem Aufenthalt hat sich nichts verändert, sie konnten noch keine Deutschkurse besuchen, obwohl sie irgendwie wollten, bestimmte Behördengänge sind immer noch, also sind so in so einer Dauerschleife, sie kommen irgendwie einfach nicht voran und dann kriegen sie irgendwie nur immer wieder neue Papiere, die sie nicht verstehen und wo erwartet wird, dass sie sie verstehen. Und der Geduldsfaden teilweise reißt dann auch bei Bekannten, die vorher ausgeholfen haben und übersetzt haben und jetzt irgendwie einfach keine Lust mehr haben. Das meinst du bei denen, die ehrenamtlich dann auch helfen, oder genau, das, was Anetta meinte, wo es dann auch gestiegen ist? Genau. Ohne jetzt irgendwie, und ich sage das jetzt ohne Wertung, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwas schlecht reden will oder so. Es ist halt einfach ein Zustand, der irgendwann halt auch eintritt. Ne? Also wenn irgendwie es diese ganzen, und es ist natürlich leicht zu sagen, ja, die Behörden und so weiter und so fort, aber es ist nun mal eben auch total schwierig, wenn man in dieser Position ist, wo man diesen großen Behördenapparat gegenübersteht und eigentlich nichts versteht und nicht weiß, was man da irgendwie alles ablaufen muss und was man da irgendwie machen muss, dann ist es halt genauso einfach zu sagen, ja, mach mal. Ne? Also, da bin ich halt auf viele getroffen, die nach 2 Jahren auch gesagt haben, so, ich hatte halt irgendwie anfangs große Hoffnung und wollte viel machen und viel erreichen. Und ich will halt auch nicht sagen, dass das nicht auch passiert ist, na klar und so, aber ich habe, wie gesagt, aus meinem Erfahrungsbereich, den ich da irgendwie habe, habe ich halt sehr viel zerstörte Hoffnung, sage ich mal. Und woran, also bei denen, die helfen. Ja, aber auch bei den Geflüchteten, auch die Hilfe auch benötigen in der Hinsicht. Genau, und woran das dann liegt, das können wir ja dann vielleicht nochmal, da können wir ja dann noch weiter drüber diskutieren. Da kam ja von Anetta gerade auch noch ein zweiter Aspekt. Du hast ja gerade auch gesagt, dass du den Eindruck hast, wir reden jetzt im Augenblick, das sind ja wirklich nur 4 Eindrücke, dass du den Eindruck hast, dass auf der anderen Seite der Mehrheitsbevölkerung jetzt auch irgendwie schon klarer geworden ist, wie heterogen auch ist, dass es eben nicht die Geflüchteten gibt, die Migranten gibt. Da bin ich mir nicht so sicher bei euch beiden, ob ihr diesen Eindruck auch tatsächlich teilt. Weil ich hatte zwischenzeitlich einen ganz anderen Eindruck, dass ich eigentlich noch mehr zum Problem gemacht worden bin. Aber das würde mich auch bei eurer Position mal interessieren. Also da ist natürlich interessant, dass man, also vorher als jemand, der halt irgendwie irgendwann diese Stufen durchlaufen ist, von Ausländer zu Migrantin, zu Mensch mit Migrationshintergrund, zu jetzt Muslimin, dass man jetzt irgendwie plötzlich als Geflüchteter irgendwie wahrgenommen wird. Und das ist dann halt nochmal
Also es ist halt auch interessant, also man spricht ja auch zum Beispiel ganz oft von den Muslimen und meint dann irgendwie Geflüchtete. Und das ist dann halt, also einerseits eben super falsch und das ist, führt auch irgendwie dazu, dass man ganz viele Geschichten und Erfahrungen und so weiter dann auch unsichtbar macht. Und es zeigt halt eben auch genau das, dass man halt irgendwie das sehr verkürzt teilweise dann auch darstellt und sehr einfach, also wenn man dann diese Forderungen hat von wegen Islamisierung des Abendlandes und so weiter, dann wird es teilweise dann auch gerade von den Populisten und so gleichgesetzt mit Geflüchtete stoppen, mehr oder weniger. Mhm. So, ne? Und jeder hat ein Mikro, ja. Ihr könnt jederzeit reingehen. Genau. Ja, also aus meiner Perspektive, was ich einfach, muss da ein bisschen mich anschließen, was ich einfach total seltsam finde, ist, wir werden in Gruppierungen gepackt, obwohl es eigentlich keine Vereinseröffnung gegeben hat. Ja? Also ich bin Migrant und bin nicht migriert. Wie geht das? Das ist schon mal ein Knaller. Ich komme also auf die Welt und bin Migrant. Gut, kein Migrationswanderweg dazu gewesen, aber ich bin Migrant. Das ist schon mal absurd für mich. Und ich habe auch den Eindruck, dass, denn, wenn es darum geht, ich meine, woher beziehe ich meine Informationen? Das ist natürlich viel mediale Aufarbeitung von Informationen. Das heißt, wenn ich vor ZDF sitze und dann mir, weiß ich nicht, Aspekte heute plus was auch immer angucke und dann die Migranten, weiß ich gar nicht, wer gemeint ist. Bin ich jetzt gemeint? Weil gestern war ich das noch. Oder sind jetzt die Geflüchteten gemeint? Also innerhalb der Gruppe, die man sowieso... der man so oder so, also ich fühle mich der nicht zugehörig, der Migrantengruppe, jetzt von meiner Person und von dem, was ich so mache, muss das aber verwenden, um irgendwie, das ist meine Position in der Gesellschaft. Das ist nicht meine Position als Idee, das Individualrecht, was ja laut Grundgesetz und so zusteht, jedem Einzelnen, das ist die Heike, das ist meinetwegen die Ute und ich bin die Eiche und die ganze Türkei ist mit mir da. Wir können also fragen, was Erdogan macht, obwohl ich ihn nicht geboren habe. Und das sind natürlich alles so Geschichten, die greifen also bei mir mit dem Titel Migrant nicht mehr. Und ich finde, es ist auch ganz interessant, dass wir darüber müssen wir wirklich sprechen, denn mir ist ja jetzt eins mal bewusst geworden, also die Bezeichnung und Betitlung machen deine Erfahrungen aus. Das heißt, eine Banane wird keine Kiwi-Erfahrung machen, solange wir sie Banane nennen. Und dann die Frage, wie deutsch fühlst du dich oder wie wenig deutsch fühlst du dich? Ich habe damit nichts zu tun. Ich fühle mich migrantisch, weil das ist der Titel, den ich trage. Also mache ich eine Migrantenerfahrung. Würden wir jetzt zu Banane und Kiwi sagen, na, das eine ist grün, das andere ist gelb, aber es ist beides Banane, dann würde auch die Kiwi eine Banane-Erfahrung machen. Aber deshalb, ich sage es jetzt mal so, ne, so runtergebrochen, weil ich kann keine deutsche Erfahrung machen, solange ich mit dem Label Migrant rumrenne. Und deshalb fällt mir das ganz besonders auf, dass mich das verwirrt mittlerweile. Was jetzt? Was bin ich jetzt? Migrant ohne Wanderung, Migrant mit Wanderung, also wie... Das heißt, es irritiert mich extrem. Und wenn mir das schon so geht, dann frage ich mich, wie geht es allen anderen, die diese Titel tragen? Ja. Ich stimme dem total zu. Also das ist völlig unbenommen. Wir haben in Deutschland ein riesiges Problem mit Rassismus. Da ist noch nicht mal die Spitze vom Eisberg sozusagen überhaupt angefasst. Das ist alles noch total verborgen, noch total unaufgearbeitet und so. Wir reden jetzt aber über die Frage der Perspektive und wie wir sie herleiten aus den letzten 2 Jahren. Und ich habe da vielleicht eine ganz politische Perspektive, vielleicht auch eine, die sozusagen die Hoffnung nach vorne trägt. Meine politische Perspektive speist sich auch aus den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, auch in den neuen Bundesländern, wo sozusagen im Prinzip es gar keine Menschen mit Migrationshintergrund gibt und jetzt aber diese Flüchtlinge dahin kommen müssen, weil die gar keine andere Wahl haben. Und man höre und staune, es nicht nur eine AfD-Reaktion gibt, sondern auch eine von Leuten, die sagen, naja gut, jetzt sind sie da, dann müssen wir doch mal was machen und dann machen wir das auch und dann ist alles gut. Und irgendwie das tatsächlich auch in verschiedenen Fällen sogar ganz gut funktioniert. Das heißt also, da plötzlich dann sich was auftut, von dem ich immer gehofft habe, dass es passieren würde und tatsächlich passiert. Das Problem ist, dass wir aufpassen müssen auf unsere Narration. Ich denke, wir leben in einem Land, in dem extrem im Moment Gleichzeitigkeit herrscht. Wir haben also auf der einen Seite das, was wir immer kennen, dass die Bürokratie, du hast davon gesprochen, die Bürokratie ist so stark, man kommt da mit dem Engagement gar nicht ran, man kann es gar nicht bewältigen,
die Migranten-Selbstorganisation oder die Flüchtlings-Selbstorganisation werden überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Die Erleichterungen werden gar nicht wahrgenommen. Rassismus ist nach wie vor ein Problem. Und du wirst immer noch als mit dem Weg oder nicht Weg. Ist egal. Ich meine nur, sozusagen die Beschreibung des ewigen Problems der Bundesrepublik, das können wir jetzt auch so weiterführen, das besteht ja auch weiter. Aber die Frage ist, gibt es nicht auch noch eine andere Narration, die gleichzeitig passiert? Ja? Aber in welchen Köpfen ist die Anetta? Ist die wirklich in also ich kann dir das nur sagen, sozusagen aus meinem Erfahrungsbereich. Ich könnte mich jetzt hier auch hinstellen und sagen, wie schlimm die Nazis sind und wie wir angefeindet werden und was das alles ist und wie. Und da würden sich alle freuen, weil das ist das, was wir immer hören und was wir auch gewöhnt sind zu hören. Aber das lässt dann alles das runterfallen, was in der Tat jeden Tag passiert. Auf der anderen Seite, also wo sich Leute bemühen, wo sie erfolgreich sind, wo sie sich anstrengen, wo wir, die wir hier sitzen, ja, mit dem Engagement, was wir machen, uns selber nicht ernst nehmen, weil wir uns immer zu die gleichen Geschichten vom Scheitern erzählen. Mhm. Und deswegen bin ich sozusagen auf der politischen Ebene, ich weiß einfach, dass es diese Leute gibt, weil wir sitzen ja auch hier. Ja? Demzufolge gibt es eine Gleichzeitigkeit. Es gibt eine, auf der einen Seite gibt es die Blöden und auf der anderen Seite gibt es die Nicht-Blöden, die dann eben was machen. Und ich finde, wir müssen uns unsere Narration zurückholen und sagen, ja, es hat seit 2015 ist einiges passiert und ist zum Positiven passiert. Und natürlich gab es Rückschläge und natürlich ist die AfD aufgekommen und die Pegida und diese ganze Mist. Aber auf der anderen Seite haben auch viele Leute klargemacht, dass sie das nicht wollen. Ich mit meinem komischen antideutschen Trauma sozusagen, ich hätte nicht für möglich gehalten, dass sich das 2 Jahre so hält als Stimmung. Ich hätte gedacht, ich war überrascht 2015 über die Art und Weise, wie die Flüchtlinge aufgenommen wurden. Ich war begeistert, ich war erstaunt, ich war überrascht. Und ich hätte nicht gedacht, dass sich das 2 Jahre so hält, wie es sich gehalten hat. Und vielleicht bin ich jemand, der das Glas halb voll, halb leer. Also ich finde das toll. Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass das nicht komplett umgekippt ist, die Stimmung, sondern dass da nach wie vor die Leute dabei sind und wirklich großartige Sachen machen. Und das finde ich wichtig. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es geht ja jetzt auch gar nicht darum, dass wir sagen hier heute Abend, und im Gegenteil, wir werden ja im nächsten Schritt auch dazu kommen, was kann man dann, du würdest sagen, noch mehr, andere würden sagen, was kann man überhaupt dann irgendwie tun. Aber es geht ja jetzt auch gar nicht so sehr darum, die Frage ist ja bei der Wahrnehmung, und das finde ich schon, ich würde da gerne noch mal mehr mit euch auch ins Gespräch kommen. Jetzt haben wir 2 Positionen. Du sagst, okay, ne? Also ist eigentlich gut und es ist die letzten 2 Jahre. Genau, es ist beides gleichzeitig. Aber wie kriegen wir, ich habe aber das Gefühl, dass es dann doch eine Frage ist von 2 parallelen Welten. Also die miteinander, und da müsste es doch jetzt eigentlich um die Verknüpfung dieser Welten geben. Also wie kriegen wir diese beiden Welten auch irgendwie ein Stück zusammen? Oder finden wir uns ab und sagen, okay, wir haben das... Ich glaube, eines der Probleme, das wir haben und worauf auch die Populisten so stark reagieren, ist, dass sie das so schlecht aushalten, dass Sachen gleichzeitig passieren. Verschiedene Dinge gleichzeitig passieren. Das in einer Gesellschaft sozusagen... Wir müssen auch den Konflikt aushalten. Wir müssen den Konflikt führen, wir müssen ihn aushalten. Wir können es nicht vereinheitlichen. Wir haben eine Gesellschaft, in der ein Teil der Gesellschaft in Richtung offene Gesellschaft geht und ein Teil der Gesellschaft sagt, mich stinkt es schon lange mit der offenen Gesellschaft, mit diesen ganzen Gender-Geschichten und so weiter. Ich will, dass das wieder zurückgedrängt wird. Und ich glaube, dass beides auszuhalten oder diesen Konflikt zu führen, das ist eben das, was uns im Moment... Das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Ja, bei jedem Konflikt kommt ja auch mal der Tag, wo man eine Entscheidung fällt. Ne? Und das ist ja auch, und ich denke, da kommen wir, also meiner Meinung nach, das ist so die Sache, die ich so verfolge, darüber hatten wir auch gerade noch gesprochen, das sind die Strukturen. Also solange sich strukturell nichts ändert, können wir alles Mögliche fühlen, aber wir haben nichts, worauf wir uns wirklich beziehen können, was etwas durchsetzen könnte. Also jetzt mal eine Sache zum Beispiel, du kannst Kanacke nicht anzeigen. Du kannst es nicht anzeigen. Im Polizei-Beleidigungs-
Katalog steht Kanake nicht drin. Würde der mich Arschloch nennen, wäre es ein Beleidigungsfall. Aber da er mich Kanake nennt, ist es kein Fall. Sorry, steht da nicht drin. Und das sind strukturelle Dinge. Und da ist die Frage, inwiefern können wir uns auch noch mehr auf Strukturen stürzen, um da auch gewisse Dinge für uns alle zu formulieren, auf was wir uns irgendwie einigen. Ob man das jetzt per Schweizwahl, ja, im Sinne von wählen dann die Bürger, worauf wir uns einigen, keine Ahnung, weiß ich nicht wie. Aber ich weiß, dass einfach das in den Strukturen fehlt. Und ich denke, jedem Kevin und jeder Chantal, die eine weiterführende Schulbildung eine Empfehlung bekommt und auch auf die Hauptschule muss, weil sie eben nicht pränatale Bildung hat, was dann dir auch so gesagt wird, Tatsache an Schulen, ja, nee, leider keine pränatale Bildung da, ja. Ja, das haut dich um. Die Frau, das Mädchen hat eine 2,0, aber sie hat keine pränatale Vorbildung, ja. Was dann der Grund ist, warum... Na, die geben dir ja eine Empfehlung. Ne? Die geben dir nach der 6. Klasse oder 5. Klasse, 5., 6. Klasse, geben dir eine Empfehlung. Pränatal bedeutet vorgeburtlich. Das bedeutet, wenn deine Eltern doof waren, im Sinne von Arbeiter, dann bist du leider auch doof und das Gesundheitsamt hat auch CDs dazu produziert. Also, das sind alles so Dinger, die man sich dann anhören muss. Und da wäre es schön, wenn ich was hätte in der Struktur, wo ich sagen könnte, nee, Moment mal, mit einem Durchschnitt von so und so, ist das kriminell, was sie hier machen, würde ich dann am liebsten sagen. Ja? Aber es ist leider auch so, dass es vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. In einem Bundesland zählt der Numerus Clausus, den sie haben, und im anderen Bundesland zählt es eben nicht. Und das ist, da finde ich, sehe ich eine Problematik. Weil da werden wir immer wieder durcheinander kommen und das dann auch noch innerhalb von Deutschland, weil auch die Bundesländer sich da nicht einig sind. Ist aber eine wichtige Sache. Und das bezieht sich auf sehr viele Dinge. Dinge laufen in Bayern ganz anders als hier. Ich habe letztens in der JVA Lichtenberg einen Auftritt gehabt und da wurde mir so gesagt, naja, die von Bayern lassen sich gerne nach Berlin versetzen, weil in Bayern ist es härter. Da ist irgendwie die Umsetzung der Regelungen oder was die CSU sich da so einfallen lässt, ist einfach anders und man mag das liberale Berlin. Ich gebe jetzt nur ein paar Beispiele für Strukturen, die nicht greifen. Und da fängt es schon in der Schule an, dass da eine Ungleichheit hergestellt wird, die man dann auch noch frech begründet. Was kann ich denn dann machen? Außer, was kann ich denn da machen? Gar nichts. Aber lass uns noch mal ganz kurz, ist richtig? Nee, ist richtig, aber das ist ja dann eigentlich der Punkt, dann, wo wir dann nachher dann darum, wie kann man Strukturen, also welche Stellschrauben müssen wir tatsächlich auch drehen und wer an welchem? Lass uns noch mal ganz kurz, leider wollte auch noch mal was sagen zu der... Genau, also weil wir irgendwie darüber noch geredet hatten, dass es ja irgendwie noch genauso positiv ist wie vor 2 Jahren. Ich finde es halt, also ich glaube, dass man das leicht, also man kann das halt ziemlich leicht sagen, glaube ich, wenn man nicht irgendwie Geflüchteter ist, weil irgendwie das, was wir halt auch einfach vermehrt hatten in den letzten 2 Jahren, was einfach rasant angestiegen sind, ist nämlich die Zahl an Übergriffen auf Geflüchtetenheime. Und es ist irgendwie schon so, dass man sich daran gewöhnt hat, dass man so einen Bericht darüber liest, dass schon wieder ein Geflüchtetenheim irgendwie angezündet worden ist oder ein Geflüchteter auf der Straße irgendwie angegriffen worden ist oder jemand, der halt, also rassifizierte Menschen, die halt irgendwie angegriffen werden. Und das ist halt, also um dann auf mein persönliches Befinden auch noch zu sprechen zu kommen, ich habe das Gefühl, es ist halt aggressiver geworden in den letzten 2 Jahren. Also es ist halt irgendwie, ich weiß, dass es im Ehrenamtsbereich viele Menschen gibt, die noch immer sehr viel tun und sehr viel machen, aber es ändert irgendwie nichts daran, dass das allgemeine Bild irgendwie in der Gesellschaft ein viel aggressiveres geworden ist und nicht wirklich einladend und willkommend ist. Aber Annette, dann lass uns nochmal drauf zurückkommen. Du hast gesagt, okay, das ist, es ist beides gleichzeitig. Wenn wir uns da, und du hast eben auch zugestimmt, als Leila gesagt hat, ja, es ist aggressiver geworden, aber dann müssen wir doch irgendwie schon schauen, wie kriegen wir diese beiden Welten zusammen? Oder finden wir, was sind Wege und was sind Möglichkeiten, wie wir diese beiden Welten zusammenbekommen? Vielleicht noch ganz kurz. Ich finde zum Beispiel auch gar nicht, dass es dass diese zwei Welten so sehr getrennt sind. Also es gibt teilweise auch wirklich eine breite Überschneidung in der Mitte. Und da gibt es vieles, was auch gut gemeint ist, aber genauso einfach vollkommen daneben ist und eben dazu beiträgt, dass man sich noch weniger willkommen fühlt. Also ne, um genau, das wollte ich noch kurz. Nee, klar.
ist ganz furchtbar, meine Rolle durchzuhalten. Ich gebe euch ja allen recht, das ist ja ganz, ganz klar. Natürlich, wir machen ja die Chronik der Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. Und klar, das ist vollkommen klar. Ich habe jetzt nur gesagt, dass sozusagen insgesamt die Stimmung in der Bevölkerung auf der einen Seite ganz stark durch die Populisten geprägt ist und durch eine höhere Aggression und eine höhere Militanz. Und auf der anderen Seite sehr viel mehr Leute genauer hingucken und zu mehr bereit sind. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir jetzt im Detail gucken, wer was wie, da bin ich vollkommen mit dir einverstanden. Ich könnte stundenlang Geschichten erzählen von wohlmeinenden Flüchtlingsprojekten, wo sich einem die Haare zu Berge stellen. Soll ich mal eine Geschichte erzählen? Ja, bitte, weil wir sind ja so unter uns. Also ein nicht näher zu benennender Ort in Sachsen. Da gab es eine Flüchtlingsinitiative, wir haben eine Flüchtlingsunterkunft besucht und da war dann der Pfarrer und dann noch zwei Leute, die sehr, sehr nett waren zu den Flüchtlingen und die sagten, ah, wir verstehen uns hier prima mit denen hier, die sind ja alle so nett, war stimmt's Ali? Der kam gerade jemand vorbei. Ali sagte, ja, und ging dann weiter und er sagt, ja, und wir kümmern uns ja ganz viel um die und so. Und zu Ostern, da machen wir mal was, eine schöne große Party im Zoo. Und da können dann die Kinder aus dem Flüchtlingsheim von ihrer Heimat und den Tieren, die sie aus ihrer Heimat kennen, erzählen. Elefanten aus Afrika und wirklich im Ernst, ich habe mir das nicht ausgedacht, ja. Und haben gesagt, und die wollen dann auch kochen, die wollen ja auch mal was zurückgeben, ne? Die wollen dann kochen, die und so. Also das ist so, und ich bin vor Scham im Boden versunken und habe versucht, dem irgendwie zu erzählen, das ist klar, das gibt's alles, aber das ist übrigens ein Ort in Sachsen, der mal sehr lange und bis heute in den Schlagzeilen stand dafür, dass er pogromartige Aufstände gegen Menschen gemacht hat. Und insofern habe ich dann die Augen geschlossen, habe gedacht, ich bin so froh, dass wenigstens diese Leute hier nicht hauen. Okay. Also es kommt auf den Maßstab an, den man hat. Und ich weiß nicht, ob man die Welten zusammenbringen kann, aber auf jeden Fall kann man da ansetzen und kann mit den Leuten arbeiten und kann denen versuchen zu erklären, was geht und was nicht geht. Und das haben wir auch gemacht. Und so eine Geschichten kommen nicht nochmal vor. Und das hat übrigens auch so nicht stattgefunden dann mit dem Zoo. Aber ich will nur sagen, da fängt man dann an, was real zu tun und zu sagen, okay, was geht das, machen wir so. Und da muss man ein bisschen Respekt und da muss man das und kannst die Leute nicht so anquatschen und so weiter. Also da muss man wirklich bei Null anfangen. Und versuchen die Verwaltung mitzunehmen. Da redest du ja jetzt von den Guten. Also die waren ja eigentlich. Ja, ja, gut, aber du redest ja jetzt von den Guten, ja. Also die jetzt, okay, vielleicht noch etwas Nachhilfe brauchen, eben gut sein. Bisschen, also ja. Wie man dann einfach auch. Das ist aber wir haben ja auch die nicht so Guten. Und da den Punkt, wie durchbrechen wir das und wie kommen wir. Wie leben, also wie kriegen wir das hin, diese soziale Spaltung, die Unsicherheit, die Verlustängste, die es auch teilweise bei den anderen gibt. Was sind da Formate, was sind da Stellschrauben, an denen wir da auch ein Stück weit drehen müssen? Also das sind jetzt ja wirklich die Guten. Also ich bin eine Praktikerin, deswegen bin ich nicht die Richtige zu sagen, wir müssen mehr soziale Gerechtigkeit herstellen, dann werden die Nazis schon wieder lieb. Das halte ich für Quatsch. Ich habe das noch nie erlebt, dass das funktioniert hätte. Das hat auch in den 90er Jahren so nicht funktioniert. Demzufolge glaube ich da nicht dran. Aber natürlich, man kann sozusagen mit den Hardcore-Rassisten wenig machen. Man kann nur sind denn alle AfD, ich frage jetzt mal, ich will das ein bisschen zuspitzen, sind denn alle AfD-Wähler für euch Hardcore-Rassisten? Würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Also wenn ich mir das Milieu mal so angucke, da ist ein bisschen Glückssache dabei. Aber im Prinzip, Mensch, holt mich nicht immer an der Stelle ab. Das ist ganz furchtbar. Ich will nicht diese Rolle spielen. Ich glaube, es gibt auch ein paar AfD-Wähler, die nicht so eine Hardcore-Rassisten sind. Aber im Prinzip habt ihr natürlich recht. Also ich glaube, dass AfD-Wähler, oder es gibt bestimmt eine ganze Menge, so wie mir, die überhaupt gar keine Ahnung haben, was Rassismus ist. Nummer 1. Ja.
Also das ist, glaube ich, so mein Eindruck, den ich habe. Rassismus interessiert mich jetzt hier nicht. Ich möchte wissen, warum jetzt Russland und warum der Putin beschimpft wird. Das möchte ich jetzt wissen. Das ist also so eher mein Eindruck, dass es gar nicht auch wirklich hauptsächlich um Rassismus geht bei vielen Wählern, sondern worum es geht, habe ich jetzt noch nicht richtig erörtern können. Also ich will nur ein Beispiel jetzt. Ich glaube, das ist, macht sich bei NPD ja ein bisschen klarer. Ich war mal bei da hat ein hoher Staatsbeamter allen Ernstes gefragt, meinen Sie wirklich, dass jeder NPD-Wähler auch Antisemit ist? Und ich meine, da ist es so absurd, dass man dann nur sagen kann, Sie arbeiten im Bundespräsidialamt, ist das richtig? Sie sind Redenschreiber, das kann doch nicht wahr sein, ja? Und bei der AfD ist natürlich, wer sich entscheidet, AfD zu wählen, nimmt zumindest billigend in Kauf, alle diese rassistischen Positionen mit zu unterstützen. Also im letzten Jahr in Baden-Württemberg 850.000 Wähler. 850.000. Das ist mehr als in den ganzen neuen Bundesländern. Aber glaubt... Neu in Anführungsstrichen. Bitte um Verzeihung für den Livestream. Nicht, dass das eine Kollegin aus Thüringen, die immer zuguckt und mir auf Facebook schreibt. Also ich habe es sofort zurückgenommen und genau. Nein, falls sie heute auch dabei ist. Schöne Grüße, genau. Mein Eindruck ist, und das sagen auch die ganzen empirischen Untersuchungen, die in den letzten 14 Jahren gemacht wurden, dass, sagen wir mal so, am Beispiel der neuen Bundesländer kann ich das ziemlich genau sagen, dass, sagen wir mal, dieser Einstellungsanteil bis zu 25% für die Akzeptanz völkischer Ideen, ja, die hat sich nicht verändert. Die Tatsache, dass die Leute früher PDS gewählt haben oder auch mal die Sozialdemokraten oder die CDU, hat das nur verborgen. Ja, jetzt haben die eine Partei. Wir haben doch immer befürchtet, dass diese Leute eines Tages mal eine eigene Partei haben und das politisch dann sozusagen zu einer tatsächlichen Kraft wird. Einerseits bin ich total froh, dass es so ist, weil dann jetzt die Gesellschaft tatsächlich auch sich die Gesellschaft klar machen kann, dass es eben 25%, 20%, je nachdem, sozusagen an Hardcore-rassistischen Einstellungen dass es das gibt. Und andererseits ist es natürlich ein Problem, wenn dann tatsächlich eine politische Kraft von der Größe existiert. Ich bevorzuge Zweiteres, weil ich habe das immer gerne mit offenem Visier zu spielen, als zu glauben, dass wenn jemand sozusagen die Partei Die Linke wählt oder die SPD oder die Grünen, weil er irgendwie irgendwas gut findet, aber in Wirklichkeit eben im Grunde diese ganze Einwanderungsidee für furchtbar hält. Nein, nein, um Gottes Willen, ich wollte jetzt auch nicht darauf reduziert werden, dass es das nur bei der AfD wird, um Gottes Willen. Also da gibt es genügend, also das ist ein Gesamt, und das ist also in die Schiene wollte ich auch gar nicht gehen. Brauchen wir denn dann, Mekonnen hat es ja vorhin auch gesagt, brauchen wir dann eine andere Form von Streitkultur? Also, oder müssen wir uns auch nicht, wir haben das auch bei unseren letzten beiden Reihen auch in Teilen gehabt, wie erreichen wir die jetzt heute nicht nur wegen des Kirchentages, sondern auch generell eben auch, wie erreichen wir die, die vielleicht noch erreichbar sind? Weil du hast gesagt, es gibt ja auch eine Schnittmenge. Braucht man andere Formate? Müssen wir uns auch, ob es politische Bildung ist, ob es NGOs sind, müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen, dass wir praktisch in unserer eigenen Parallelgesellschaft auch irgendwo uns ein Stück weit etabliert haben? Also um vielleicht gleich die letzte Frage aufzugreifen, nein, okay. finde ich nicht. Also es ist ja auch nicht irgendwie, also zumal man dann auch überhaupt darüber diskutieren sollte, was dann in dem Moment Parallelgesellschaft heißt. Vieles wird ja auch als Parallelgesellschaft abgetan oder abgestempelt, was ich nicht als Parallelgesellschaft empfinde. Man hat ja auch irgendwie... Ich meinte das positiv, dass wir vier wären jetzt,
Wenn wir jetzt nicht hier wären, wären wir auch eine Form von Parallelgesellschaft, die vielleicht irgendwo nett was sitzen, Tee, Bier, Wasser trinken würde und sich über die neueste Wimpernwelle bei unterhalten würde. Ja. Das wäre aber dann eine Form von Parallelgesellschaft, genau, die wir vier hätten. Aber die Frage, ob man sich dann an die eigene Nase fassen muss und sich verantwortlich fühlen muss für diejenigen, die man hätte noch erreichen können, aber dann nicht erreicht hat, weil man sich in dieser Parallelgesellschaft befindet, das sehe ich halt nicht so. Also auch nicht für eine Stiftung oder für also gibt es eine Stiftung, für Stiftungen, für politische Parteien, für das war, ja, also na klar, ich meine, das ist, also ich mache da, glaube ich, so einen klaren Unterschied zwischen Mehrheitsgesellschaft, sage ich mal, und vielleicht Menschen, die von den Dingen, die zum Beispiel die AfD fordert, betroffen sind und deren Existenz dadurch gefährdet wird oder direkt in Frage gestellt wird auch. Und da sehe ich halt irgendwie, wenn es irgendwie darum geht, wer welche Verantwortung, sage ich mal, zu tragen hat oder sich verantwortlich fühlen sollte, dann trenne ich das halt schon ein bisschen stark. Ich finde nicht, dass wir verantwortlich sind dafür, dass wir müssen jetzt nicht dafür sorgen, dass die anderen gute Menschen werden. Aber ich finde schon, dass wir in einer Zeit gelebt haben, die ich überblicken kann, die sehr stark auf Konsens und so auf, in der politischen Sphäre ausgerichtet war, die Probleme eher wenig polarisiert in Angriff genommen hat. Dadurch ist die Erschütterung, ja, nach der sogenannten Flüchtlingswelle so ungemein groß, dass jetzt plötzlich eine politische Gruppierung und eine politische Bewegung entstanden ist, die offen rassistisch agiert. Und ich glaube, die Antwort oder wenigstens eine der Antworten sollte sein, dass wir mit denen wirklich eine knallharte Debatte führen. Aber wo und wie führen wir die? Also da müssen wir jetzt gucken, also um es auch ein bisschen konkreter zu fassen. Wir sitzen jetzt in der Heinrich-Böll-Stiftung, solche Veranstaltungen gibt es in der Ebert-Stiftung, solche Veranstaltungen gibt es vielleicht ein bisschen anders in der Adenauer-Stiftung. Wo sollen wir diese, also das würde mich, also ganz konkret, wo sollen wir die führen? Gehen wir auf die Marktplätze, machen wir Stände? Also wo willst du diese, das meinte ich mit Parallelgesellschaft, ob wir uns nicht alle dann irgendwo auch in unserer eigenen Blase dann befinden? Also ich glaube, es gibt da verschiedene Ebenen, auf denen man irgendwie ansetzen müsste, um wirklich so ein effektives Ergebnis zu erzielen. Und das eine ist halt, einerseits eine sichtbare Normalität zu schaffen von Menschen, die so aussehen wie wir, sag ich mal. Das, woran sich offensichtlich die AfD ja so auch mit am meisten stört, neben vielen anderen Dingen. Aber genau, das wäre so eine Sache. Ich meine, das ist ja schon allein, wenn ich, sag ich mal, irgendwo in der Öffentlichkeit stehe, sei es dann jetzt irgendwie im Fernsehen oder sonst was, ist das ja schon für viele eine Provokation. Und das darf ja nicht sein. Das ist eine Normalität, die man nicht haben möchte. Das geht dann auch so weit mit Positionen innerhalb der Gesellschaft, die man hat, beruflich oder sonst was, die dann auch schon ein Skandal sind teilweise. Und das, wie gesagt, also ich habe jetzt mich nur als Beispiel genommen, man könnte auch noch andere Menschen da hinsetzen an diese Stelle. Und diese Normalität ist halt nicht da. Also man ist nicht wirklich sichtbar in der Öffentlichkeit. Das ist eine Sache. Die zweite Sache sind dann, okay, die Debatten, die man dann führen könnte. Wir haben teilweise Räume, in denen Debatten geführt werden von Menschen der Mehrheitsgesellschaft. Und es ist halt, das ist halt das, was ich meinte. Es war halt total lieb gemeint. Und da hat man sich dann halt wirklich so in so einem richtig großen Rahmen getroffen und dann darüber diskutiert, was müssen wir jetzt alles tun, um halt diese ganz bösen Menschen von ganz, ganz rechts auch irgendwie auf Abstand zu halten oder dass sie halt irgendwie nicht erstarken. Und ich saß halt irgendwie ganz hinten und ich dachte mir halt einfach nur, das ist halt so faszinierend, wie keiner davon ausgeht, dass nicht jeder irgendwo in diesem Raum auch trotz allem noch irgendwelche Punkte hat, die man ansprechen muss, die kontrovers sind, die problematisch sind, Positionen, die problematisch sind, Sichtweisen, die problematisch sind, sondern man hat es so ganz klar auf das ganz, ganz rechte Spektrum abgeschoben. Und oftmals ist es aber eben nicht da, das Problem. Ich weiß, die sind am lautesten und so weiter, aber das Problem ist teilweise, das kommt aus der Mitte. Und da müssen man halt, irgendwie da muss man halt ansetzen. Und wenn man halt sich dahingehend auch irgendwie in so einer Blase befindet und sich halt denkt, ja, wir sind halt die Guten und die sind die Bösen, dann ist es halt schön, dass man sich halt so gut abgrenzen kann, aber das löst die Probleme nicht. Idel, noch mal ganz kurz, das ist mein Mikro. Idel, Streitkultur, Debattenkultur und wo? Also
wo müssen wir die führen, in welchen Formaten müssen wir die führen, wenn du der Meinung bist, wir müssen sie führen, aber dann eher Richtung Mitte. Streitkultur Richtung Mitte. Also ich glaube, was ich mir Streitkultur jetzt gerade meinte. Ja, ich bin gerade so wirklich ganz, ganz tief überlegen. Finde den Fehler. Das ist so die ganze Zeit der Satz in meinem Kopf, finde den Fehler. Weil ich finde, wir reden viel zu wenig über Mechanismen und wir reden auch viel zu wenig über das Menschsein an sich. Also ne, das ist etwas, was komischerweise nicht in einem generellen zusammen, also du jetzt als Sven, als Kartoffel, ich als Kanake, was macht uns, was ist uns eigentlich, wo sind wir eigentlich gleich, warum reden wir da nicht so viel drüber, warum reden wir so viel über diese Unterschiede, wo werden diese Mechanismen gesetzt? Mich interessiert, wo werden die Mechanismen gesetzt, dass wir eine Form von Bewusstsein erleben, in der wir eben immer, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wo wir eben alles Gefühl haben, oh, das ist eine Polarisierung, das ist erstmal gefährlich, weil wir wissen, wie es ausgeht, wenn es gefährlich wird und wenn eine Polarisierung zu weit auseinander geht, und wir sehen es auch an anderen Orten, und es kommt ja noch dazu. Das heißt, ist das jetzt wirklich, wie kommen wir zu etwas, wo wir uns eventuell andere fragen, eigentlich, wie kommen wir dazu, Liebe zu definieren? Wie kommen wir dazu? Wie kommen wir dazu zu wissen, was Liebe ist? Und ich glaube, das ist irgendwie für mich die Kernfrage geworden. Es ist natürlich nicht intellektuell über Liebe zu reden und es gehört eher in eine Therapiesitzung, aber es ist das, woran wir alle im Alltag irgendwie scheitern, ob das jetzt unsere Meinung ist oder ob das unsere Einstellung ist. Das heißt, und es ist genauso wie mit dem Grundgesetz. Ja? Ich frage mein Publikum regelmäßig, Artikel 3, Absatz 3. Jalla, jetzt kommst du. Ja, und ich habe eine schweigende Masse vor mir. Warum weiß ich das? Weil ich das selber nicht wusste. Ich habe den nur auswendig gelernt, damit ich zeigen kann, wie schön doof wir alle sind. Weil ich kann, Entschuldigung, aber ich stehe nicht auf und habe das Erlebnis, ich habe gerade Artikel 3 gelebt. Ich schwöre, ich habe es gemacht. Ey Mama, ich habe gerade Artikel 3 umgesetzt. Ich schwöre auf alles. Wir haben diese Kultur gar nicht. Wir haben Plakate dafür. Aber wer erinnert sich jeden Tag daran, so, das war jetzt Artikel 16. Wir haben diesen Bezug überhaupt nicht. Und insofern habe ich das Gefühl, Artikel wir rennen 3? Wie Artikel 3, sage ich dir ganz genau. Und zwar, ja, keiner bitte. Darf wegen Sprache, Herkunft, Alter, Meinung, Religion, Geschlecht, sexuelle Ausrichtung, was gab es noch? Alles, Weltanschauung, super, siehst du? Ja, so, okay, du hast einen Vorteil, Schwester, aber genau, darf weder bevorzugt noch und auch nicht wegen seiner Behinderung nicht bevorzugt und auch nicht benachteiligt werden. So, das ist ja schon mal, wenn wir einmal uns die Medien, also ne, Sendungen vom ZDF, ich nenne jetzt mal ZDF als Beispiel, angucken, dann würde ich sagen, ich kann wahrscheinlich eher Gründe finden, wo das hier Grundgesetz gerade nicht gefasst hat. Das ist erstmal gegen das Grundgesetz gewesen. Und das alleine finde ich unglaublich verwirrend. Wonach können wir uns denn irgendwie richten? Und dazu ist Liebe und natürlich, und das ist genau der Punkt. Wir haben eine Aufarbeitung von Informationen, die defizitär ist. Ein Schüler wird nach 3 Fehlern benotet, dass er 90 Dinge richtig gemacht hat. Das ist irgendwie irrelevant. Also wächst du auf mit einem Bewusstsein, wo du das Gefühl hast, naja, die Fehler zählen. Nicht das, was du richtig gemacht hast. Und wo gibt es die Institution, wo du dieses Bewusstsein irgendwie mal checken könntest? Mal einen Bewusstseinscheck machen oder so. Kriegst du unterschrieben, nee, sie sind jetzt gerade bei da und da. Also, das finde ich so schwierig, weil das ist ja unser eigentlich die Diskussion, um die es geht. Und wir versuchen die eben dann auch noch mit schlau, wir müssen eine Brille dazu tragen. Müssen wir nicht. Ja, aber ich sag's jetzt mal so. Ja, jetzt nichts gegen euch Brillenträger. Es war nicht diskriminierend gemeint. Es war nur... Liebe, lassen wir. Das ist also, das sind die Gedanken, die ich dazu habe. Ede. Ja. Ich bin wirklich begeistert von dem, was du sagst. Ich wirklich. Nee, ich finde das wirklich total. Das ist auf den Punkt. Es geht sozusagen im Grunde um das tiefste Menschsein. Und die Frage, die du hattest, nämlich, wo führen wir die Auseinandersetzung? Wo unterhalten wir uns über Liebe? Wo unterhalten wir uns? Oder wo wird das? Wo passiert das? Das passiert an den Orten, in denen wir sozusagen zusammenleben. Das ist die Nachbarschaft, das ist die Schule, das ist die Jugendeinrichtung,
Das ist die Parteigruppe, wenn man in einer Partei ist und so weiter und so fort. Und es ist, sind die sozialen Netzwerke. Ja? In den sozialen Netzwerken, ich weiß nicht, wie das eure Gewohnheiten sind, ich lese oft bei Facebook die Artikel, die jemand postet, oder die Süddeutsche Zeitung postet einen Artikel und darunter stehen dann diese ganzen Kommentare. Das ist wirklich ein interessanter Spiegel der Gesellschaft. Und da wünsche ich mir zum Beispiel die digitale Zivilgesellschaft, die auch dort den Mund aufmacht. Das machen nämlich aber die Aber es ist interessant, nicht. Weil ich habe zum Beispiel, ich bin Warte ja mal, nicht... Warte mal, lass mich, genau. noch, lass mich ja. noch einen Satz sagen. Schule, du sagst, es ist ganz furchtbar, weil da immer die Fehler gezählt werden. Ich habe vor 25 Jahren angefangen, sozusagen mit Schulreformgeschichten zu arbeiten und mich mit der ganzen Frage der Schulentwicklung zu beschäftigen. Und ich habe festgestellt, dass seit 25 Jahren außerordentlich viel passiert ist. Es ist immer noch scheiße, Schule ist immer noch ein großes Problem, es ist eine für Veränderung total resistente Einrichtung und trotzdem hat sich da einiges verändert, also zum Beispiel die gesamten Ganztagsschulen und so weiter und so fort. Und auch dort haben sich Mechanismen entwickelt und auch das, was wir jetzt sozusagen als Spaltung wahrnehmen, finde ich, gehört auch sozusagen in die ganzen Diskurs um Schulentwicklung und Schulöffnung, um die interkulturelle Öffnung und all diese Sachen. Das ist mühsam, das ist total mühsam, das sind Kleinigkeiten, aber ich finde nicht, dass man darauf verzichten sollte, gleichzeitig, auch hier Gleichzeitigkeit, neben des Anstrebens struktureller Veränderung auch die Mühsal der Projektarbeit oder der stetigen Veränderung von Schule oder Bildungseinrichtungen, da stimme ich ja mit dir überein. Ich denke, das tun wir auch alle. Das ist, wie gesagt, das ist ja das, was wir alle auch machen in unseren Jobs. Also machen wir alle vier. Jeder ist an seiner Stellschraube. Es werden hier bestimmt viele von euch machen, die es gleichzeitig machen. Dass das natürlich, das finde ich, ist irgendwie eh klar. Das ist so eine Grundvoraussetzung, dass es auch eine Graswurzelarbeit ist, ne? Dass die auch dauert, dass die Zeit dauert. Und das ist mir schon klar. Bloß, ich würde immer noch ganz gerne irgendwie darauf kommen, wie kriegen wir es, klar, wir müssen strukturell was verändern, aber nehmen wir mal jetzt ein Beispiel. Wir hatten jetzt gerade unseren Innenminister, der eine Leitkultur vorgeschlagen hat, mit dem Titel Wir sind nicht Burka. Also das war ja der große Aufmacher. Wo ist da der Aufschrei gewesen, der solidarische Aufschrei gegen diese, was waren da, 10 wie bei Luther? Also waren irgendwie, zehn, ne? Also, wo war da der Aufschrei, wo wir uns dann wirklich, also das ist mir nicht ganz klar. Inwieweit sind wir auch, wo ist die Amadeus-Antonius-Stiftung, wo ist der Zentralrat der Sinti und Roma, wo ist der Bundesverband, den ich, genau, habt ihr alle, aber es ist verpufft. Also berichtet wird über die Dings, ist nicht verpufft. Aber dann leben wir in unterschiedlichen Parallelgesellschaften, Annette. Also für mich ist das total besser. Also ich glaube, dass das mit der Leitkultur ziemlich nach hinten losgegangen ist für de Maizière, weil wir tatsächlich die Medien voll waren von ironischen Kommentaren, von allen möglichen Kritik daran und so weiter. Man kann sagen, ja, die Konservative war damit ganz froh, aber im Prinzip war das, also ich habe das ganz anders wahrgenommen. Ich habe schon gesehen, dass viele große Medien, auch die Kommentare in Tagesthemen und so weiter, diese Leitkultur-Idee total auseinandergenommen haben. Aber auf der anderen Seite war es eine Form von vorauseilendem Gehorsam, auch klar in Richtung auf Wahlen, alles. Und es ist ja schön, dass Herr Prantl in der SZ oder Andrea Dernbach, alles vom Tagesspiegel, alles nette, großartige Journalisten und Kollegen auch, dass die das machen. Aber da komme ich wieder zurück zu dem Punkt, den wir eingangs hatten. Wie kriegen wir das zusammen? Und ist das nicht nur unsere Parallelgesellschaft, die dann eben am Frühstückstisch oder auf dem Tablet irgendwie die SZ sich anguckt? Also ich habe schon den Eindruck, dass es in der echten Welt, nehmen wir mal die 850.000 AfD-Wähler in Baden-Württemberg, schon eher auch so ankommen kann, dass dann eben gesagt wird, ach guck mal, ne, die AfD hat erst angefangen damit und jetzt sagt das sogar unser Innenminister. Sag mal, kann es sein, dass du ein bisschen fixiert bist darauf, weil 850.000 AfD-Wähler in Baden-Württemberg gegen wie viel? 11 Millionen Wahlberechtigte oder was? Ja, aber ich finde es interessant. Es ist keine geringe Zahl, ja? Aber ich finde... Eine richtig große Zahl. Tut mir leid, aber ich... also vielleicht bin ich einfach als
Typ zu grundsätzlich depressiv, als dass ich das nicht als positiv empfinden muss, dass es eben doch da einen erheblichen Gegenwind gegeben hat. Sonst könnte ich überhaupt nicht existieren. Ja? Also ich kann, ich glaube, das ist sozusagen dieses ständige sich vor Augen führen, wie schlimm das alles ist, nee, und das andere nicht mehr zu sehen, ist ein Problem. Aber kann ja auch nicht sein, dass wir jetzt hier sitzen und sagen, wir machen jetzt alle weiter so, jeder an seinem Ort, wenn wir ja eigentlich auch festgestellt haben, dass, du hast am Anfang des Gesprächs gesagt, gleichzeitig, aber bei dem Gleichzeitigen kann uns ja auch passieren, dass wir mit ganz anderen Zahlen nächsten Morgen aufwachen. Und also ich finde, was einfach definitiv hilfreich ist, und deshalb habe ich das eingangs auch erwähnt mit den Strukturen, ne? Das ist einfach, wenn ihr, guck mal, Rassismus ist nicht definiert, das ist ein Problem. Das heißt, die EU kommt, kritisiert, dass Deutschland wieder nicht ihre Ratifizierung für antirassistische Lebensart eingehalten hat, und dabei ist es nicht mal definiert. Also es ist, das ist, Entschuldigung, aber da hab ich schon das Gefühl, irgendwer nimmt hier LSD. Also das ist, weil das macht keinen Sinn. Du kannst doch nicht irgendwie eine Regel, ja so ungefähr, und dann aber kannst du dich darauf gar nicht beziehen, weil sobald du dich darauf beziehen möchtest, heißt es, nee, das ist nicht definiert. Ja, aber dann, wovon reden wir? Also, und ich finde, da ist der Ansatz zu sagen, okay, was können wir machen, damit wir erstmal zum Beispiel für Rassismus eine amtlich beglaubigt, bestempelte Definition bekommen, die in jedem Schulbuch drin steht, auf die man sich auch gesetzlich beziehen kann. Und solange wir das nicht haben, habe ich das Gefühl, wir haben den ersten Schritt nicht gemacht. So ist es so mein Eindruck. Also okay, dann wäre ja aber die praktische Umsetzung, man muss mit der Kultusministerkonferenz, die ja dann dafür letztendlich zuständig sind, das wäre dann der, also ich versuche es jetzt einfach nur zu übersetzen in Maßnahmen. Erster Schritt zu sagen, in allen Schulbüchern müssten erstmal A dahingehend überprüft werden, und dann müsste einfach auch mal eine ganz klare Definition stehen, richtig? Und wer von uns ergreift dann die Initiative und wendet sich an die KMK? Gib mir die Adresse. Ich gehe dahin. Ich sag dir, was das Ergebnis ist. Ich komme dann nächste Woche wir zurück. Wir gehen ja nachher alle von Prenatal wieder erzählen. Genau. Wir werden das ja dann vielleicht nachher dann nochmal vertiefen, dass wir dann nochmal gucken. Aber das wäre dann zum Beispiel ja tatsächlich die erste Tatsache, ja. Also es gibt ja viele Initiativen, die da schon tatsächlich dran sind und versuchen, die Schulbücher zu reformieren und halt mehr historische Aspekte, die wichtig sind, also sei es jetzt Kolonialgeschichte und so weiter und so fort, schon mit reinzubringen, und machen da eigentlich schon auch jahrelang irgendwie, sind sie dahinter und machen Kampagnen und so weiter und so fort und versuchen aufzuklären. Aber es ist ja nicht wirklich so, dass das so weitläufig übernommen wird. Na, also es ist ja so, es wird keine Notwendigkeit gesehen, das irgendwie reinzunehmen in die Geschichte halt auch. Also sei es jetzt Geschichtsbücher oder wenn man wirklich tatsächlich über die Rassismusdefinition redet. Ich glaube, ich habe mal auf den Lehrplan geschaut in Berlin, um zu schauen, ob Rassismus überhaupt ein Thema ist in Politikwissenschaften. Und ich glaube, das war so ein optionales Ding, was man ansprechen konnte, konnte mich aber nicht erinnern, dass wir das irgendwie in der Schule hatten, irgendwie als Thema. Und das ist zum Beispiel so, wo ich mir halt denke, so, wie kann das halt sein, dass das irgendwie einfach so überhaupt kein Thema ist? Das ist die eine Sache, und die andere Sache habe ich wieder vergessen. Aber da kann ich ganz kurz die eine ganz andere viel. Sache nochmal, also was zu hinzufügen, es geht ja auch jetzt echt nicht nur um Dunkelhäutige oder um Araber oder um Türken, es geht auch um Deutsche. Weil am Ende des Tages seid ihr eine Gruppe, ihr vor allen Dingen, Hauptsache, ich konstruiere jetzt mal ihr ganz bewusst, die laut Amt für Migration immer weniger wird. 49,5% sind jetzt noch Copyright Deutsch und der Rest ist migrantisch, nach welcher Definition und welcher Auszählung, keine Ahnung. Aber das heißt, es betrifft einfach auch Menschen, die phänotypisch nicht dunkel sind. Wahrscheinlich in der Zukunft noch mehr. Weil ich möchte nicht, dass eure Kinder auf dem Schulhof stehen und die sagen, das ist, guck mal, blonde Haare, er ist voll eklig, er ist Schwein. Will ich nicht. Möchte das nicht. Möchte, dass da eingegriffen werden kann und dass man sagen kann, so läuft das nicht. Das machen wir wiederholt. Diesen Scheiß wiederholen wir bestimmt nicht nochmal. Und deshalb ist es also etwas, weil ganz oft kriegt man so den Eindruck, oh, da sitzt der Täter und hier ist das Opfer. Das ist ja nicht der Fall. Und ich glaube, das ist so ein Problem, wo man nochmal irgendwie rein müsste, um das nochmal zu definieren oder klären. Genau. Ja, ich würde jetzt ganz gerne einfach auch das nochmal ein bisschen öffnen.
Ne, dass wir jetzt sagen, da ist ja ein leerer Stuhl und wir hatten ja jetzt einige Themen angesprochen. Ich habe immer noch nicht so richtig das Gefühl, wir haben jetzt die Antworten bekommen, aber es ist ja, wie gesagt, wie sagt Rolf Grase aus Stuttgart, wo du jetzt auch gerade warst, ist Work in Progress und es ist ja immer wieder, also insofern, wenn ihr jetzt der Meinung seid, ihr habt Ideen oder Anregungen, wie wir das, was Annetta als gleichzeitig genannt hat, dann auch zusammenzubringen oder ihr einfach sagt, hier waren Themen, die für mich aber ganz, ganz entscheidend sind, bei den Perspektiven der Einwanderungsgesellschaft, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einfach nach vorne kommt und mit uns das zusammen einfach nochmal an B sprecht. Genau. Ich weiß, das ist jetzt sehr plötzlich, aber jeder, der gerne mal mit Idil Beider, Laila El Amaire, Annetta Kahane mal auf einem grünen Stuhl sitzen möchte, ist dazu ganz, ganz herzlich eingeladen. Auch von der Bühne, falls... Ja, also wenn jetzt... Wir können auch das Mikro runtergeben, falls... Genau. Können wir auch mal, also wenn, klar, einfacher. Wir können es auch runtergeben, aber also wie gesagt, herzlich gerne. Das hatten wir am Eingangs gesagt, das ist wirklich dafür da, um ins Gespräch zu kommen. Ja, da. Ja. Da und da auch. Wir haben jetzt ganz viele. Ja, die auch noch gemeldet. Ja, ich würde gerne was dazu sagen zu der Geschichte, die du vorhin erzählt hattest von dem Dorf, wo du warst, wo sich Leute engagiert haben, aber auf eine vielleicht nicht so tolle Art und Weise. Und ich finde, ein Aspekt, der vielleicht auch zu einer gewissen Polarisierung in der Gesellschaft beiträgt, ist auch, wie man dann darüber spricht. Also, dass wir uns dann hier darüber lustig machen, dass wir solche Leute dann irgendwie auch lächerlich machen. Wir stellen uns in dem Moment über solche Leute. Und klar, ich sehe das auch so, dass es kein guter Ansatz war, dass das total klischeebelastet war. Aber diese Menschen haben es zumindest versucht. Und wenn ich so an meine Zeit zurückdenke, an meine Jugend zum Beispiel, da war es bei mir auch so, dass ich vor allem helfen wollte, weil ich gesehen habe, oh, die Kinder in Afrika leiden. Also total klischeebelastet, aber das war mein erster Zugangspunkt zu solchen Themen. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe angefangen, mich zu engagieren und habe dann nach und nach gemerkt, dass es total klischeebelastet war und bin dann reflektierter geworden, bin bei Workshops gewesen und so weiter und habe mich informiert und dadurch habe ich mich dann irgendwie auch weiterentwickelt und würde jetzt eben nicht so ein Projekt initiieren. Und das finde ich jetzt eben total wichtig, dass man da auch aufpasst, wie man mit solchen Menschen umgeht und sie dann nicht so zurückstößt, sondern vielleicht auch ermutigt und sagt, ne, probier das doch aus. Und selbst wenn die Leute das Projekt so gemacht hätten, ich glaube, am Ende hätten dann vielleicht auch die Geflüchteten selbst gesagt, hier, ich habe in meinem Leben noch nie einen Elefanten gesehen. Und dann hätten die selber gemeint, ups, das war ja gar nicht so toll. Und dann wäre man auch darüber ins Gespräch gekommen. Also ich würde sagen, man sollte solche Dinge nicht vorschnell verurteilen. Ja, das ist eine Möglichkeit. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist, warum ich gelacht habe? Weil es mal eine Zeit gab, da hat es mir wehgetan. Und das ist so der Ansatz, wo ich sage, das ist sehr schwierig. Ich sehe das auch mit Jugendlichen, mit denen ich arbeite. Die sind sich nicht darüber bewusst. Mir ist es jetzt gerade klar geworden, als du das angesprochen hast. Auf einmal kam das ja, okay, das hat mir mal wehgetan. Es fällt mir leichter, darüber zu lachen. Und das ist eben so diese andere Seite. Ne? Oft hast du natürlich auch, also wenn du nicht zugehörig bist, auch das Gefühl, du darfst nicht wirklich was sagen. Oder du solltest, und das haben wir auch in der Rassismusforschung, dass es gibt zwei Bewegungen, entweder Attacke oder eben sich zurückziehen. Ich kenne ganz viele, die sich zurückziehen, die entscheiden, ich höre das einfach nicht. Aber es tut ihnen weh. Und da ist dann wieder die Frage, wie gehen wir damit um? Dass natürlich diese eine auch Art von Unbewusstheit einem anderen einen Schmerz verursacht, den er vielleicht gar nicht beabsichtigt hatte. Aber der führt wiederum zu, so habe ich es beobachtet, zu einer Aggression und dann auch vielleicht zu einer Überhöhung, ne? Dass man sich da drüber stellt, wie du da wunderbar bemerkt hast, man stellt sich drüber, es ist arrogant, dann auch die auszulachen. Also von meiner Seite kann ich dir nur sagen, das ist mein Grund, warum ich mich überhöht habe. Also wir haben uns nicht überhöht. In der Situation, ich habe das nicht mit einem Wimpernschlag durchblicken lassen, was ich euch erzählt habe, sondern in der Situation haben wir ganz anders reagiert und gesagt, überlegt euch das mal und so weiter. Also wir haben nicht gelacht. Ne? Also das ist vollkommen klar. Und es
der Lerneffekt hat ja auch tatsächlich eingesetzt. Das ist ja genau das, was man machen muss. Also wir haben dann mit den Leuten weitergearbeitet und es sind mehr geworden und sagen wir mal so, das Niveau des Umgangs, auch die Erfahrung mit Flüchtlingen ist gestiegen. Andererseits versuchen wir natürlich auch zu verhindern, dass Leute, die selbst traumatische Erfahrungen haben, also Geflüchtete sind, irgendwie so auf diese Weise vor den Kopf gestoßen werden. Und abzuwägen, ob wir jetzt jemanden von den relativ also wohlsituierten, vollkommen integrierten, selbstbewussten Sachsen mal kurzen Dämpfer geben oder ob wir die machen lassen, damit es schön ist für sie, aber dann die Flüchtlinge irgendwie sich dann plötzlich im Zoo wiederfinden, da würde ich dann eher bevorzugen, dass die sich mal vor den Kopf gestoßen fühlen. Die Helfer, die können das besser verkraften als Leute, die irgendwie 2000 Kilometer zu Fuß gewandert sind und alle möglichen schrecklichen Erfahrungen gemacht haben und in ihrem Leben noch keinen Elefanten gesehen haben. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt zu einer Frage hier zusammenkriege, aber Sie hatten ja vorhin so die Frage gestellt, wie sich andere Migranten eigentlich damit fühlen, wenn sie hier irgendwie ständig als Migranten markiert werden oder sowas. Das ist halt, wo ich im Grunde zu antworten, gerne antworten würde, ich fühle mich eigentlich sehr gut damit. Ja? Also nun ist es so, also ich bin ganz prinzipiell irgendwie ein bisschen irritiert davon, dass das ganze Thema so gehandhabt wird, dass Leute sich irgendwie darüber beschweren, dass gefragt wird, woher sie kommen, wenn sie irgendwie eine andere Hautfarbe haben oder solche Geschichten. Ich bin mit Migranten vor allem aus dem islamischen Kulturkreis aufgewachsen, auch mit sehr vielen Flüchtlingen, wenn man die als solche bezeichnen kann, Leute eben, die über das Asylverfahren hergekommen sind. Und da ist doch normal, dass man fragt, wo man herkommt, dass man sich interessiert, wie ist es in deinem Land so, wie ist es in deiner Familie so, solche Geschichten. Also aber was ist, ich bin hier geboren, in Wilmersdorf. Wenn du mich jetzt fragst, ja, wie ist es in deinem Land, was soll ich denn dann antworten? Ja, aber wir kommen ja alle aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten, meine Familie ist ja auch hier mit mir hergekommen. Es ist ein anderer kultureller Raum, wenn man so möchte, okay? Also es hat ja schon irgendwie was an sich. Es ist schon anders, ob man aus einer Migrantenfamilie kommt jetzt oder eben nicht. Nur deswegen bin ich davon so irritiert. Bei uns gab es das gab es bei uns nie, dass sich Leute darüber beschwert haben, wenn man fragt, ja, wo kommst du her, aus welchem Land kommst du oder aus welchem Land stammt deine Familie. Das sind alles Sachen, über die habe ich noch nie gehört, dass sich da jemand drüber aufregt. Ich habe irgendwie ein bisschen den Eindruck, in diesem akademischen Milieu, da beschwert man sich, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ne, aber da beschwert man sich, habe ich einen Eindruck, oft darüber, um irgendwas zu haben, über das man sich beschweren kann, ja, also um sich furchtbar diskriminiert zu fühlen. Nee, also das ist zumindest so, wie mir das vorkommt. Ich kenne das aus meinen Milieus nicht. Aber es ist die Wesentliche, worauf ich aber im Grunde hinaus wollte, ist ein soziales Problem, jetzt gerade auch mit der Flüchtlingskrise, dass über das nur äußerst ungern geredet wird, habe ich den Eindruck, und zwar Folgendes. Es gibt Daten aus den USA, die sich beschäftigen mit der Segregation an Schulen in den USA zwischen verschiedenen Ethnien. Und dort hat sich herausgestellt, dass in den Südstaaten der USA, wo die Leute mehrheitlich Trump gewählt haben, ja, also selbst in Florida diesmal, die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute dort ihre Kinder mit Schwarzen und anderen Minderheiten zur Schule schicken, um ein Vielfaches höher ist als in den furchtbar weltoffenen, toleranten Zentren der Demokraten in New York City, in Pittsburgh, in San Francisco, in Los Angeles, überall, vor allem in diesen Großstädten. Ähnliche Ergebnisse kennt man hier auch aus Berlin, in Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte, wo die furchtbar weltoffenen, toleranten grünen Wähler ihre Kinder nicht mit Migranten zur Schule schicken wollen. Und Ähnliches, da gibt es ja auch Untersuchungen mittlerweile der Mercator-Stiftung drüber. Und ich find's interessant, also die ganzen Probleme, die man da abbekommt, also die auch ich mitbekommen habe, ja, dass irgendwie deutsche Kinder als Schweinefleischfresser bezeichnet werden oder solche Geschichten, das bekommt euer linksliberales Bildungsbürgermilieu, das bekommt ihr doch alle überhaupt nicht ab, ihr schickt doch eure Kinder nicht mal mit Migranten zur Schule, ja, also und das ist ein Problem, mit dem möchte man sich irgendwie nicht beschäftigen, auch in öffentlichen. Das wird nicht diskutiert. Man schickt sein Kind einfach nicht mit Migranten zur Schule, tanzt den Leuten trotzdem was vor, wie schön es ist, voll weltoffen tolerant zu sein, aber
dann wird ganz, ganz ruhig, ohne drüber zu reden, das Kind abgemeldet von der Brennpunktschule. Mhm. Ne? Also ich glaube, da hätte ich gerne einen Kommentar zu reden. Genau, also der Punkt ist angekommen. Leila wollte darauf antworten. Ich würde gerne zum ersten Part was sagen, also wo es um die Frage geht, woher kommst du, und dass man das halt also genauso empfunden wurde, als würde man da überreagieren. Ich glaube, es ist sehr leicht, das so zu empfinden, wenn ich weiß jetzt nicht so ganz, wie oft du damit konfrontiert wirst, aus dem Nichts, sag ich mal. Aber ich glaube, bei Menschen, denen man das wirklich ansehen kann, dass sie offensichtlich halt nicht weiß sind, da passiert das halt fast alltäglich. Und das ist nicht einfach nur ein, woher kommst du, sondern es ist... Genau, es ist in erster Linie eine Zuordnung, es ist eine Kategorisierung, und es ist auch immer mit Negativ-Dingen behaftet. Also es bleibt nicht einfach nur beim, woher kommst du, sondern das, was man damit dann oftmals auch einhergeht. Zum Beispiel, wenn ich aus meiner Erfahrung spreche, ist dann auch irgendwie Urteile darüber, wie meine Freiheiten aussehen, wie meine Beziehung zu meinem Mann aussieht, wie meine Beziehung zu meinem Vater aussieht, wie meine Beziehung zu meinen Brüdern aussieht. Etwas, was super, super persönlich ist und niemandem was angeht, aber wo gleich Urteile geschaffen werden, die irgendwie damit einhergehen. Und das ist halt einfach nur die Eintrittskarte dazu, zu all diesen Sachen, die dann darauf folgen. Und das ist eigentlich nur eine Stellvertreterfrage für etwas, wo man eigentlich sagt, ich sehe offensichtlich, dass du nicht hierhin gehörst. Und das ist etwas, was man einfach irgendwann nach 25 Jahren, nach 26 Jahren, nach 40 Jahren, nach 50 Jahren halt nicht mehr hören will. Und ich finde, es ist legitim zu sagen, ich möchte diese Frage nicht mehr hören, weil zu dieser Frage so viel mehr gehört als einfach nur pures Interesse aus dem Kulturkreis. Das mag nicht selten vorkommen, aber sehr, sehr häufig ist es eben auch nicht so. Und sehr, sehr häufig ist es halt eben einhergehend auch mit einer Wertung. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die das nicht böse meinen und die halt wirklich einfach nur ein bisschen mehr über den Kulturkreis dann halt wissen wollen. Aber ich weiß zum Beispiel auch manchmal nicht, über welchen Kulturkreis die halt reden. Ne? Also ich will jetzt nicht abstreiten, dass so die Art und Weise, wie ich vielleicht groß geworden bin, leicht abweicht von dem meines Nachbars, aber genauso, oder meiner Nachbarin, aber genauso weicht das wiederum ab von der Nachbarin, dem Nachbar über mir oder unter mir. Also es ist halt so, na klar gibt es Unterschiede. Die Frage ist, wie groß fasst du diese Unterschiede? Was kommt damit einher? Und was passiert, wenn es eben nicht einfach nur mehr bei dieser Frage bleibt, sondern wenn es dann halt in bestimmte Übergriffe weitergeht und so weiter und so fort? Also es ist halt so, es ist nicht einfach nur eine Frage. Und man kann natürlich sagen, okay, in der akademischen Szene echauffiert man sich halt, um irgendwie irgendwas zu haben, um drüber zu meckern. Aber damit hängt einfach, das ist halt sehr simplifiziert, ne? Also damit hängt einfach unglaublich viel mehr zusammen, als einfach nur bloßes Interesse. Jetzt hat über das Edel, man sich beschwert. Warte ganz kurz, weil wir wollten ja, jetzt hattest du... das ist ja fies. Genau, und dann haben wir Daniel, wenn ich jetzt oder Anetta was gesagt hätte, hättest du wahrscheinlich gesagt, nein, ich will meine Frage stellen. Dann haben wir jetzt dann aber danach noch Daniel und sie hatten sich auch nochmal gemeldet. Genau, also dann kann Idel jetzt, okay, und dann kommt die. Okay. Na, ich wollte nur sagen, natürlich stört es. Also ich habe es mitgekriegt an Kreuzberger Schulen, ich habe da viel gearbeitet, Rötlich-Schule oder so, das stört die schon. Die Antwort ist nur eine andere. Ich schwöre, ich hau ihm einen rein, ich klatsche ihm eine. Das ist die Antwort. Und dann sind wir wieder bei Ausländerkriminalität. Warum sind die Ausländer so kriminell? Da müssen wir doch irgendwas machen. Und versuchst zu erklären, du versuchst herauszufinden, Alter, was ist denn der Punkt, der stört? Weil die Frage untereinander zu stellen, das merke ich ja auch. Mir stellen doch auch Taxifahrer, ja, woher kommst du? Was macht deine Eltern? Wie viele Brüder seid ihr? Wo ich auch so bin, so was? Was interessiert dich das alles? Aber ich verstehe, dass es da untereinander, natürlich leben wir in einem Ihr und Wir. Und für uns ist es was Verbindendes. Während das, wenn es von einem blonden, blauäugigen, der ja das Die darstellt, umgekehrt, ist es eine ganz andere, du fühlst es, ist eine ganz andere Intention. Wieso will die das jetzt von mir wissen? Die ist genauso, sage ich mal, vielleicht distanzlos wie der Taxifahrer, der türkische. Aber ich unterstelle ihr auch, natürlich, dass sie das fragt, weil ich als Ausländer nun mal nicht so eine hohe Anerkennung und einen guten Stellenwert in diesem Land habe. Das ist einfach auch eine Realität. Wenn es dann wieder der Ausländer war, Dönermorde, na, vor der Frau, die ein Kind geboren hat, müssen wir keinen Respekt haben. Die hat ja einen Döner auf die Welt gebracht. Also das ist natürlich die Wahrnehmung, in der ich dann auch lebe. Ja, natürlich. Wenn da so eine Politikerin auf mich zukommt, na ja, wie ist denn das bei Ihnen?
Natürlich empfinde ich das nicht so, als wenn mich jetzt die Hatice Abla von nebenan, aus welchem Dorf kommst du? Es ist was anderes, natürlich. Über diese akademische Sache kann ich nicht sagen, da bin ich nicht viel. Ja, danke erstmal. Also ich kann dir dazu pflichten. Ich stehe ja häufig genug selber denn auf Bühnen, deswegen genieße ich es ja heute aus dem Publikum zu fragen. Also ich habe heute auch von einer Journalistin wieder die Frage gestellt bekommen, heißt du wirklich Dani? Ist das wirklich dein Name? Gesagt, ja, ich heiße so, weil ich habe Migrationshintergrund und ich darf das. Also meinen eigenen Sarkasmus kann ich ja teilweise auch nicht mehr unterdrücken und ich bin selber hier auch geboren. Aber worauf ich hinaus wollte, und das ist nämlich der Rechtsaspekt, das fand ich, das war was sehr Wichtiges, was Idil angesprochen hat. Also den meisten Menschen ist das Grundgesetz nicht so wirklich bekannt. Das merke ich bei meinen Studenten immer ganz krass. Also jetzt wird der Akademiker wieder aktiv. Aber die Frage ist eben, wie können wir ein, man könnte sagen, transportfähiges Vehikel finden, da vielleicht mit den Menschen drüber zu sprechen. Weil wenn wir jetzt irgendwie eine High-Level-Diskussion führen, ob wir es in der Uni tun, auf irgendeiner Veranstaltung, wo ein Bildungspublikum ist, dann ist das ja nett. Aber wie erreiche ich denn die ganzen anderen Menschen oder wie komme ich aus den Blasen raus? Weil dass wir uns in Blasen bewegen, ist normal. Also im soziologischen Sinne, wir suchen Homophilie, gleich und gleich gesellt sich gern. Das haben wir aber auch alle in uns. Das ist komplett normal. Nur da würde mich also interessieren, von denjenigen, die nicht Akademiker sind, die sich gerade geoutet haben, ja, wie kommt man da raus? Also wie kann man im Grunde diesen Zyklus dann durchbrechen und vielleicht wirklich eine Diskussion öffnen? Aber die Frage, genau. Knotenpunkte, soziale Netzwerktheorie. Ja, ja. Aber das habe ich vielleicht nicht ganz so gut ausgedrückt wie du jetzt, aber die Frage habe ich ja eigentlich schon versucht, dem Podium auch zu stellen. Wie kommen wir nämlich genau raus? Und darum gebe ich sie jetzt einfach auch nochmal wieder zurück an euch. Also, wie kommen wir denn raus? Und gerade wenn du sagst jetzt auch Grundgesetz und deine Erfahrung ist, es wird nicht genügend transportiert, hast du Ideen, wie man es transportieren kann? Gestern war übrigens also Tag des Grundgesetzes, 23. Mai. Ja, ja, klar. Ich meine, ich mache es natürlich als Professorin. Aber das Problem ist halt, wenn ich also jetzt, wann war das? Vor zwei Wochen, haben wir eine Großpräsentation im Jüdischen Museum gehabt über israelische Migranten. Und da kam dann wieder das leidige Thema auf. Ich bin mir sicher, jedem Moslem und jedem Juden, der hier ist, ist es bewusst Beschneidung. Auf jedem Panel muss ich dazu was sagen. Ich habe dann gesagt, das Land hier kennt Religionsfreiheit. Ne? Das ist dann sogar Artikel 1 des Grundgesetzes. Und dann sagte jemand aus dem Publikum, ja, ich finde das schade, dass wir das nicht abschaffen konnten. Meinst du, was jetzt, das Grundgesetz oder die Beschneidung? Und das sind halt, also das ist dann mal ein öffentliches Publikum. Aber es ist eben auch ein Problem, welche Leute zu den Veranstaltungen kommen. Und wen wir da hinbekommen. Und also letzte Woche war eine Veranstaltung, da ging es um die sogenannte NAFRI-Debatte in Köln, also nordafrikanische Intensivtäter. Und ich kann Ihnen auch sagen, wer nicht da war, nämlich NAFRIs. Ich habe noch nicht mal meinen eigenen Freund dahin bewegt bekommen, der nämlich in diese Gruppe reinfällt, weil der meinte, ich habe keinen Bock darüber zu reden. Ich habe keinen Bock, dass einer zu mir sagt, bist du Moslem und sie ist Jüdin oder Israeli und Araber ist noch besser. Dann wollen die uns streicheln. Ja, das ist dann irgendwie so koschere Julia und Halal Romeo. Das kommt also total gut. Und teilweise, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß teilweise wirklich nicht, wie ich da rauskomme. Ich meine, ich rette mich ja gerade selber in Sarkasmus. Ich weiß es teilweise echt nicht. Und da wäre ich also dankbar, wenn auch das Publikum vielleicht uns da helfen könnte. Ich würde das gerne vom Podium aus machen. Der sich traut, weil, zu den Frauen. Naja, weil ich auch gerne die anderen sehen möchte. Sonst sitzen sie im Rücken. Mein Name ist Daniel Lieb. Ich komme von Corientation, Verein für asiatisch-deutsche Perspektiven. Ich würde auch noch mal gerne mit der Frage einsteigen, woher kommst du, ob das okay ist oder nicht. Die Frage an sich finde ich erstmal schon okay, wenn ich antworten darf, ich komme aus Berlin. Und der andere dann sagt, ich komme auch aus Berlin, super. Problematisch wird es für mich in einem anderen Kontext, wenn ich gefragt wird, ja, wo kommst du wirklich her? Weil ich sehe, du bist kein Deutscher. Ja, ich sehe, wir Deutschen sind ja kein Asiaten. Du bist ein Asiate. Die Sache ist doch die, wenn man mich reden hört, ja, ihr würdet alle die Augen schließen, ihr werdet alle blind, ja, und würdet mich einfach nur reden hören. Hättet ihr den Eindruck, hier spricht ein Asiate, da spricht ein Migrant, ihr würdet doch hören, da spricht auch ein Deutscher. Oder? Ja. Du hast ja keine Ahnung. Wenn ich in Korea wäre, was die alle sagen, Mann, bist du Deutsch. Ja? Das ist normal für uns. Aber wenn ich das Recht habe, hier in Deutschland ein Migrant zu sein oder ein Ausländer zu sein, ein Koreaner zu sein, in meiner Parallelgesellschaft leben zu dürfen,
dann ist die Frage für mich auch wiederum okay. Ja, woher kommst du? Ja, Korea. Ja, ich bin Koreaner, ich bin kein Deutscher. Ja? Aber nein, in Deutschland ist es so, Integrationspolitik. Man muss die Sprache können, Kultur, Werte, Regeln, keine Ahnung was. Ja? Leute, ich war sogar bei der Bundeswehr, habe meinem deutschen Vaterland gedient. Und trotzdem, ja, wo kommst du wirklich her? Ja? In dem Kontext ist die Frage scheiße. Ganz einfach gesagt scheiße. Weil du kannst tun und machen, was du willst. Du kannst jede Integrationsforderung leisten, folgen. Du kannst buckeln ohne Ende. Aber am Ende wirst du auf dein Aussehen reduziert. Ja, was heißt dieses Aussehen? Du siehst ja nicht aus wie ein Deutscher. Ja? Das führt mich weiter zur eigentlichen Frage oder eigentlichen Punkt, was ich ansprechen wollte, Leitkultur. Weil, wir haben das ja auch schon angesprochen, es gibt so ein völkisches Denken, ein Denken, dass wir Deutschen ein weißes, europäisches, mitteleuropäisches Volk sind. Und jeder, der nicht diesem Volk, dieser Rasse angehört, kann kein Deutscher sein. Und man sieht ja, ich bin ein Asiate, also kann ich kein Deutscher sein. Jeder, der diese Frage stellt, ja, aber wo kommst du wirklich her? Weil ich sehe, dass du kein Deutscher bist. Was steckt dahinter? Und das ist aus meiner Sicht dieses Völkische. Und ich fand es sehr schade. Also ich muss in dem Sinne Brischka recht geben. Ich fand, der Aufschrei ist ausgeblieben, was die Leitkultur anbetraf. Als die 10 Thesen kamen, ja, die Medien haben meinetwegen gesagt, oh, hier der Misère mit seinen altmodischen Denken her. Aber wenn ich in meiner Facebook-Timeline geguckt habe, wer da irgendwie was Kritisches dazu gesagt hat? Niemand. Hat irgendjemand kritische Artikel geteilt? Niemand. Nicht, dass ich mich daran erinnern kann. Ich habe auch viele Freunde ohne Migrationshintergrund, aber auch viele mit Migrationshintergrund. Diejenigen, die einen Migrationshintergrund haben. Ich auch nicht, weil ich diese Diskussion an sich, also es reicht mir nicht, dass wir einfach darüber dagegen demonstrieren oder protestieren, sondern wir müssen das mal aufgreifen und mal wirklich die Debatte führen. Was bedeutet eigentlich Leitkultur? Ja? Aber dann lass mal, also ich finde es ja gut, dass du es auch nochmal gebracht hast. Das ist ja ein Thema, was wir jetzt bisher noch nicht hatten. Ich habe das nicht vergessen, Sie sind sofort dran. Lass uns ganz kurz dann über den Punkt reden. Ist dann eine Lösung, in Anführungsstrichen, das Thema Mehrfachidentitäten, dass das eben auch okay ist, dass ich mehrere Identitäten habe, noch mehr in die Köpfe aller Bürgerinnen und Bürger, egal welche Hintergründe sie oder Fördergründe sie haben, hineinzubekommen? Ich hab das von Horst Seehofer gelernt, muss ich ehrlich zugeben. Ja? Als ich ihn mal in einem Interview gesehen habe, wie viele Identitäten hat der? Wo er sagte, wir in Bayern und in Deutschland. Da wurde mir klar, er betrachtet sich als Bayer und als Deutscher. Er hat 2 Identitäten und als Mann. Das ist schon die 3. Genau. Und, wenn und hier als Eisenbahn-Fan, weil er hat ja unten im Keller die ganzen Modelleisenbahn. Also hat er 4 Identitäten. Nein, aber ernsthaft, wenn wir über Vielfalt reden, ja? Ja, hat er. Wenn man nur in Bayern lebt, dann denkt man, ja, wir Bayern, wir Deutschen sind alle gleich. Aber wenn man allein mit Bayern, mit Leuten aus Bayern spricht und mal die anspricht auf die Franken und auf die Bayern, da gibt es schon Unterschiede. Nordrhein-Westfalen, das sind die Westfalen und die Rheinländer. Ja? Wenn wir all die Menschen ohne sogenannten Migrationshintergrund weglassen und uns gucken, wie, aus welchen Völkern ja Deutschland besteht, ja, dann werden wir feststellen, die Deutschen sind ein buntes Volk. Selbst ohne Menschen wie mich. Ja, allein die Sprache. Als die CSU vor 1-2 Jahren mal auf Facebook oder im Internet gepostet hatte, sie wollten ihr Grundsatzprogramm ändern und damit aufführen die Forderung, dass in den Familien jetzt auch Deutsch gesprochen werden soll, da hat meine Timeline gelacht. Endlich lernen die Bayern Hochdeutsch. Ja? Ja, selbst die deutsche Sprache ist schon so bunt, dass ich mich frage, okay, lass uns über Leitkultur sprechen. Was bedeutet in diesem Sinne Leitkultur? Mhm. Ist es wirklich die Sprache? Mhm. Und wenn es darum geht, um Werte, ja, es gibt wie viele Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund? Ja, über 15 Millionen? Können wir uns nicht alle an Regeln halten? Ja, sind wir alles Kriminelle? Gibt es 15 Millionen Kriminelle in Deutschland? Das ist doch Schwachsinn. Mhm. Ja, das heißt, was Werte betrifft, Regeln betrifft, natürlich halten wir uns auch daran. Natürlich, und warum? Nicht nur, weil es ein Gesetz gibt, sondern oder die Polizei gibt, sondern weil wir die Werte auch gut finden. Ja. Niemand möchte beklaut werden, niemand möchte, dass irgendjemand betrügt oder jemanden umbringt. Hallo? Ja. Nee, vielen Dank. Bleib ruhig hier noch, Daniel. Jetzt hatten Sie sich gemeldet. Ja, vielleicht. Mein Name ist Bernd Vorbeck, von Beruf Lehrer. Und ich möchte
nicht auf die vielen schönen und guten Aspekte, also gut in Anführungsstrichen natürlich, eingehen, sondern vielleicht nochmal auf das, was angesprochen wurde, allerdings nur so ein bisschen funkenhaft. Wie kommen wir da raus, war also jetzt wortwörtlich eine Sache, beziehungsweise Zusammenhalt. Vielleicht mal eine kleine Anekdote, wenn ich das machen darf. Erstmal, ich komme aus dem Süden, Zehlendorf, in dem braunen Zehlendorf, allerdings ist es eine kleine Enklave, sage ich mal, es ist eine rot-grüne Enklave, nennt sich Gartenstadt-Düppel. Da wird jetzt zum zweiten Mal, wird da jetzt eine Containersiedlung gebaut. Zuerst hieß es ja, okay, gar kein Problem. Und die Vorgaben vom Bezirksamt waren auch okay. Auf einmal wurden die Vorgaben vom Bezirksamt geändert. Es kommen mehr, die Container gehen höher, kommen näher ran an die Siedlung. Und da gab es ungeheuerliche Proteste und auch natürlich Briefe wurden verfasst. Und diejenigen, die dort, ich sag mal in Anführungsstrichen, betroffen waren, haben großartig gemeckert. Sie haben so weit gemeckert, dass sie versucht haben, die Presse oder die Politiker für sich einzuspannen. Nein, keine Reaktion, nur eine Reaktion. Alle dürfen nur einmal raten, wer reagiert hat. Natürlich AfD. So, aber wie ich gesagt hatte, das ist eine rot-grüne Gemeinschaft. Die hatten noch einen Brief verfasst, ja, in unserer Gemeinschaft. Auf einmal sind die überrannt worden. Wir haben mehrere Sitzungen gehabt und so weiter und so fort. Die sind dann praktisch still geworden und haben gesagt, okay, wir tolerieren das. Aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich, wie kommen wir da raus? Denn das Problem sind eigentlich nicht die Nachbarn, die da direkt dran wohnen, sondern die sind, Entschuldigung, ich sage das jetzt mal so, wie der Bayern-Präsident beschissen worden, von Politikern, von der Behörde. Wenn ich mir jetzt überlege, nochmal in Anführungsstrichen, die vielen Emigranten, Jugendlichen, die lungern da rum. Ja, warum denn? Was würden denn deutsche Jugendliche machen, die nichts haben? Die haben so ein bisschen Geld, okay, ja. Aber sie können nicht kommunizieren. Sie können nicht zur Schule. Sie können gar nichts machen. Ja? Wenn ich andererseits bedenke, wie arm Deutschland ja ist, wenn ich bedenke, die neueste Zahl wirtschaftlicher Boom in allen Bereichen, wenn ich höre, über, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 50 Milliarden zusätzlich an Steuern. Unser lieber netter, fettgesottener Finanzpolitiker, ja, null, 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 ja. Wenn wir irgendwie nicht hier in diesem Rahmen, natürlich auch, sorry, das war jetzt nicht so gemeint, aber hinausgehen können und die Politiker irgendwie bewegen können, Leute, da müsst ihr Geld ausgeben. Wenn ich das in der Abendschau sehe, wie die armen Mütter mit Kindern Wanzen zerstochen rauskommen, weil kein Geld dafür da ist, dass sie einigermaßen menschlich unterkommen, da ist meines Erachtens das Problem. Und da müssen wir, als sie, ich weiß nicht, ich zweifach kam das ja an, wie geht es weiter, wie kommen wir da raus? Wir kommen nur damit raus, nicht, dass wir hier intellektuell diskutieren, sondern versuchen, in die Politik zu gehen, versuchen, jemanden zu überzeugen. Die Gelder fehlen, die Leute, die Ehrenamtlichen, ja, die zerschinden sich mehr oder weniger schon teilweise und können nicht mehr. Was gemacht werden muss, investiert werden, dass die auch eine Arbeit bekommen oder was weiß ich, zusätzlich etwas. Da liegt meines Erachtens das Problem und da wäre ich natürlich wahrscheinlich dankbar, wenn irgendwie von einer NGO oder von politischer Seite, hier grüne Seite oder Friedrich-Ebert-Stifter, rote Seite oder auch immer, da jetzt wirklich was gemacht werden würde. Da liegt meines Erachtens die einzige Möglichkeit. Aber ich glaube, es ist angekommen und es hat sich auch gleich eine Dame oder eine Kollegin gemeldet, die vielleicht dann auch eine Antwort hat. Ehrlich gesagt, ist es an? Ja, bei ihm war es anders. Es ist ein anderer Aspekt, den ich jetzt nochmal aufbringen möchte. Und zwar hat es Idel betont zu den Themen Struktur, Recht, Definition. Und ich bin auch Juristin und habe zwei Bemerkungen dazu noch in die Diskussion einzubringen. Und zwar die so ein bisschen aus meiner Sicht auch einen ambivalenten Charakter von Recht in diesem Bereich aufzeigen sollen. Und zwar auf der einen Seite wurde betont, dass es gibt Recht, es gibt den Artikel 3 Absatz 3 zum Beispiel und es gibt zu wenig Leute, die den kennen. Das ist ein Mobilisierungsproblem und man bräuchte auch Definitionen zum Beispiel von Rassismus. So, da ist mein Gedanke dazu. Wir haben wirklich viel Recht mittlerweile, auch aus Europa kommt, aus internationalem Recht,
was sich dagegen, gegen Diskriminierung, gegen Ungleichbehandlungen wendet. Und es gibt auch wirklich einige Definitionen sozusagen. Das Problem ist eben, dass nicht nur der Rechtssetzung, es gibt nicht nur die Rechtssetzungsebene, sondern auch die Ebene der Verwaltungspraxis, die Ebene der Rechtsprechung, die Ebene der Mobilisierung, die du angesprochen hattest. Und die führen alle dazu, dass da große Defizite sozusagen sind. Und meine Frage ist, ob eine starrere Definition tatsächlich was helfen würde. Weil ich denke, Recht notwendigerweise einen bestimmten flexiblen Aspekt beinhalten muss. Es gibt immer unbestimmte Rechtsbegriffe innerhalb einer Definition sozusagen, die dann wiederum ausgefüllt werden durch Verwaltungspraxis und Rechtsprechung. Sodass es ein Punkt wäre zu sagen, man braucht Recht auf jeden Fall. Recht hat auch sehr viele positive Faktoren, aber man braucht eben vor allen Dingen auch den Gesinnungswandel, der dann die ausführenden Personen dazu führt, es entsprechend auszulegen und dann auch die rassistische Beleidigung anzunehmen, wenn jemand mit Kanake beschimpft wird sozusagen. Also eben da die realen sozialen Bedingungen mit aufzugreifen. Und mein zweiter Aspekt zu Recht, eben als Problem von Antidiskriminierungsrecht, was als Dilemma der Differenz bezeichnet wird, dass eben durch die Beziehung auf eine bestimmte Kategorie oder ein bestimmtes Merkmal eben auch dieses reproduziert wird. Und das ist für Geschlecht oder was eine schon sehr große Debatte. Und könnte, also wird von manchen Wissenschaftlerinnen, zum Beispiel Catherine McKinnon, vorgeschlagen, das durch eine Flexibilisierung auch aufzulösen, indem man zum Beispiel an ein sogenanntes Harm Principle anknüpft. Also sagt, die Leute sollen subjektiv bestimmen können, ob sie verletzt sind. Und dadurch auch eben sowas wie Zusammenspiel von verschiedenen Kategorien zu gewährleisten, Interdependenzen zu sehen und genau eine Flexibilisierung, also gerade ein bisschen wegzugehen von der Definition. Ja, deshalb habe ich Erfolg. Weil es ganz viele Leute gibt, die Tatsache sagen, ja, Jeanette Eichel, so wie du das darstellst, das empfinde ich auch so, wenn es heißt, Deutsche haben ihre Nase oben. Mach mal deine Nase runter, wer denkst du, wer du bist? Ah, da habe ich aber ganz viele Likes. Da sind wir dann bei dieser Geschichte. So, und dann ist die Frage, und das ist der einzige Grund, warum ich meine Arbeit machen kann, weil es genug Menschen gibt, die sagen, ja, sehe ich auch so. Aber natürlich ist auch die Frage, mir ist es eben genauso gegangen, jetzt nur damit du, ne? Also ich war bei der Polizei, wollte das anzeigen und man hat, ich musste 2 Stunden diskutieren, bis man überhaupt Diskriminierung aufgenommen hat. Also schon das, wer hat bitte diese Zeit, das zu machen? Und dann haben sie natürlich das Ding eingestellt, ich hätte hinterhergehen können. Weißt du, was mich das gekostet hätte? Das Geld habe ich gar nicht. Also dann müssen wir doch ganz klar sagen, nee, Recht ist nur der, der sich das leisten kann, Recht. Und ich warte noch drauf, dass wir Menschenrechte auf eBay versteigern. Das ist das Nächste, worauf ich warte. Weil ich meine, wie hat man das denn mit Menschenrechte gemacht? Da gibt es ja auch eine Definition. Wann brauchen, also, na, weißt du, was ich meine? Das ist eben, warum weigert man sich, Identitäten zu schützen in einer Welt, in der es nun mal viele kulturell verschiedene Identitäten gibt? Warum ist die Weigerung so groß? Das verstehe ich nicht. Ich kann ja verstehen, dass es vielleicht schwierig ist oder man weiß jetzt auch nicht genau und muss ich Hassan nochmal fragen, aber ich verstehe nicht, warum diese Anti, nee, das ist nicht so. Während die EU doch permanent wieder hierher latscht und sagt, naja, mit Sarrazin, das war vielleicht doch nicht so gut, mit dem Podium und ein Buch zu machen. Also das ist ja da. Also auch von der eigenen, ich verstehe das nicht. Vielleicht bin ich dazu simpel, was das betrifft. Aber ich sehe die verletzten Menschen und ich sehe, das wird Ärger geben. Ich sehe es jetzt schon. Die gibt es Zeugen? Okay, bam. Das läuft in der Schule. Heutzutage. Im Livestream, die Kollegen aus Thüringen. Ja. Aber es ist eben, das ist das, was ich meine. Entweder wir akzeptieren, dass du dann einen in die Fresse kriegst, dann müssen wir das auch flexibel auslegen, irgendwie. Ja, also nicht du, aber jetzt generell. Oder wir müssen uns, aber irgendwas müssen wir schon da mal gucken, was da schief läuft. Entweder wir gucken uns den Schmerz dieser Jugendlichen an und nehmen die auch ernst und versuchen natürlich auch zu sagen, weil guck mal, ich kann Jugendlichen nicht sagen, geh los und leiste, wenn sie dann mit einer 2,0 kommt und dann auf eine Hauptschule verwiesen wird. Damit habe ich mir den Grund und Boden entzogen. Die nimmt mich nicht mehr ernst, weil was sie sieht ist, naja, die quatscht mich voll, die quatscht aber wie die Kartoffeln, die Wahrheit sieht so aus. Und mit diesem Gefühl geht sie aus der Schule. Und deshalb kann ich mich nicht hinstellen und sagen, nee, jetzt aber schön fein Grundgesetz machen, ja? Nee, da muss ich auch sagen, nee, du hast recht. Wir müssen was finden, was deine Identität und deine Gefühle gefälligst schützt. So eine Anknüpfung eben als Harm Principle könnte genau sowas garantieren. Ich wollte genau darauf dann eingehen. Okay.
Das Problem, was ich da einfach sehe, ist, dass viele Menschen gar nicht die Worte haben, also sagen zu können, was da gerade mit ihnen passiert. Also gerade Menschen, die von Rassismus, also ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, das kann man aber auch auf andere Bereiche ausführen. Das ist noch nicht mal nur auf Rassismus begrenzt, sondern auf andere Diskriminierungsformen, die es noch gibt, wissen gar nicht, was da gerade mit ihm passiert. Also so, dass es rassistisch ist. Ich kenne ganz viele, die sich nie in diesen Diskursen bewegt haben, also so wie ja auch angemerkt worden ist, dass teilweise vieles auch akademisch eben gehalten wird. Die können gar nicht sagen, ja, das war rassistisch, was da gerade passiert ist. Sondern die wissen einfach nur, ja, das war irgendwie uncool. Ich fühle mich auch unwohl damit. Irgendwas stimmt da nicht. Aber sie wissen gar nicht, warum. Und wenn man halt danach gehen würde, glaube ich nicht, dass es genau die Leute schützt, die halt schützenswürdig sind in dem Fall. Da sehe ich ein ganz, ganz großes Defizit. Und es würde halt mehr dann auch eher so dann auch Klassenunterschiede dann auch rutschen. Ne? Also finde ich eher mehr gefährlich. Und zu dem Punkt mit der Reproduktion, das ist halt etwas, also eine Reproduktion von der Diskriminierungsform zum Beispiel, das war ja auch etwas, was man bei der Frauenquote auch sehr oft gesagt hat. Man hatte gesagt, ja, aber damit würde man ja die Ungleichheit manifestieren. So. Und was halt aber gegengehalten wird, ist halt, dass man einfach einen Zustand braucht, der endlich mal etwas verändert, und zwar ruckartig, und zwar auch einfach konstant, so, ne, mit einem Mal. Und wenn wir diesen Zustand einfach nicht haben, dann bewegt sich auch einfach nichts in eine andere Richtung. Und deshalb wäre ich halt auch immer es hat immer klar so ein Für und Wider, einerseits, ne, man manifestiert das und so weiter, andererseits ist es aber auch einfach ein Problem und man muss es angehen, man muss es benennen können. Und eine Legaldefinition im StGB zum Beispiel von Rassismus, ich finde, das würde ganz viel auch einfach machen. Also viel, viel einfacher. Ich könnte dann einfach dem Polizisten auch, ich weiß nicht, was es da gibt, Amtsvereitelung im Dienst oder was auch immer, keine Ahnung. Also so, es gibt ja dann so, je nachdem, wie weit man dann auch weiß, es gibt ja dann, also wie weit man beraten wird, welche Wege man dann gehen könnte, aber man hat eine Definition, auf die man sich berufen kann und sagen kann, nein, es steht da, du musst das gefälligst aufschreiben. Und das andere ist dann so, ja, muss ich nicht, kann ich nicht, sehe ich nicht ein, Kanake steht nicht in meinem Buch, in dem Katalog und so, und dementsprechend darfst du dich gar nicht beleidigt fühlen oder du kannst dich beleidigt fühlen, aber ist halt dein Pech, so nach dem Motto. Und dann hat es natürlich auch noch eine gesellschaftliche Wirkung. Also es ist ja auch noch, es gibt ja darüber hinaus noch die Ausstrahlwirkung von Gesetzen. Was sagt es aus, wenn man ein Burka-Gesetz einfügt? Das hat ja auch eine Ausstrahlwirkung, eine unglaublich negative Ausstrahlwirkung, die ja noch weiter reicht als einfach nur die Burka. Weil das Bild, was in dem Kopf dann auftaucht, ist ja ein anderes als einfach nur eine Burka. Und dementsprechend, das geht halt in zwei Seiten. Also man könnte aber auch genauso gut sagen, Rassismus, wenn man das mal definieren würde, das hätte ja auch mal eine positive Wirkung in dem Sinne, dass es ein Bewusstsein schafft dafür, dass das existiert und dass man es ansprechen kann und dass man es auch zur Rechenschaft ziehen kann. Ich habe vergessen bei der Vorstellung, dass Laila gerade auch ihr erstes Staatsexamen in Jura macht. Also das wollte ich jetzt einfach noch mal sagen, das habe ich vergessen, wollte ich nämlich tatsächlich auch sagen. Jetzt nehmen wir die Juristin nochmal. Genau, weil McConnen hat sich ja eigentlich auch auf den freien Stuhl gesetzt und den müssten wir auch zu Wort kommen lassen. Und wir müssten auch zum Ende kommen tatsächlich, weil es ist nämlich gleich 20 Uhr, ne? Genau. Ich glaube, du wolltest noch zu Ende oder willst du der Kollegin? Ja, bist du noch nicht fertig? Es gibt auch irgendwie zum Beispiel in der... Aber wir machen jetzt keinen Juristenstammtisch, bitte. Später dann. Ja, genau, wir haben gleich noch die Möglichkeit. Es gibt schon auch Definitionen, also gerade in der Antirassismus-Richtlinie oder Antirassismus-Konvention gibt es solche Definitionen, die ja auch in Deutschland geltendes Recht sind. Ja, aber die werden ja halt eher selten dann auch. Weil das ist dann ein Mobilisierungsproblem sozusagen. Bitte? Als dann eigentlich ein Mobilisierungsproblem, weil das ist einfaches Recht sozusagen in deutschem Recht. Genau, also genau, das wird halt nicht wirklich dann, also es kommt nicht unten an, sag ich mal. Nee, du hattest dich noch gemeldet, genau. Das war die letzte Juristin, die ich heute für heute. Nee, ich bin Anthropologin. Verzeihung, genau. Dann genau. Ich denke, das Problem, das ist noch viel tiefer gehend, weil wenn ich mir das AGG angucke, das sind eigentlich ziemlich viele Gummiparagraphen. Und dann habe ich noch zusätzlich das Problem, ich will ja eine Bewusstseinsänderung schaffen und da habe ich dann die Praktika und dann wird es nämlich richtig schwierig. Weil die Frage ist halt, es ist ja nicht nur so, dass Kanake da nicht drinsteht. Das wird ja auch nicht wahrgenommen in dem Sinne, weil, wie Daniel eben gesagt hat, er geht einfach nicht als Deutsch durch, weil man als Asiate eben nicht Deutscher ist. Und das ist dann die böse Frage, wann definieren wir jetzt eigentlich mal was?
Und das sind ja Definitionen, da will keiner so wirklich dran. Da will auch unser heiliger Gesetzgeber nicht dran. Und ich denke, da ist einiges, was wirklich sehr denn im Argen ist. Weil ich meine, klar, da ist irgendwas nicht, du findest es nicht okay, wenn einer Kanake zu dir sagt, jemand anders wird dann halt zuschlagen und wieder ein anderer wird depressiv werden. Aber selbst wenn wir die rechtlichen Handhaben hätten, müssten, oder wir müssten sie erst irgendwie schaffen. Und die Frage ist, wie kann ich das? Weil Recht ist ja immer ein normierter Wertekonsens. Und da muss ich ja erstmal geteilte Werte haben und den Wert haben, dass es eben falsch ist, jemanden als Kanake zu beschimpfen. Oder jemanden auch als undeutsch zu bezeichnen. Das ist ja dann auch so ein böses Wort, was wir eigentlich nicht sagen, wenn jemand asiatisch aussieht. Ja, vielen Dank. Also es sind ja mehrere Ebenen, glaube ich. Ich wollte zum einen, weil die Schule auch als ein Ort des Zusammenlebens, aber auch ein Ort der Zugehörigkeit immer wieder und gleichzeitig auch des Ausschlusses. Ich glaube, das ist etwas, was in dieser Narration dazu komme ich, weil das, glaube ich, auch eine wichtige Möglichkeit ist, die Zukunft irgendwie zu beschreiben über Narration. Also so, was ist die Geschichte dieser Einwanderungsgesellschaft, aber auch, wo ist der Ort von Zusammenleben, der Zugehörigkeit und der Teilhabe. Und ich glaube, Schule, Bildung, eine der Versprechen von Demokratie ist ja, wer leistet, kann dazu gehören, wer leistet, wird auch belohnt. Das sind ja immer so latente Versprechen, die irgendwo unbeschrieben sind, aber latent uns ständig begleiten. Und wo findet Leistung als erste statt? Natürlich in der Schule. Und das ist immer so die Frage, neulich erzählte mir eine Lehrerin, sie hat in dem Klassenraum gesagt, sie wollte einfach so fühlen, wer hat das Gefühl der Zugehörigkeit, und dann hat sie so im Klassenraum gefragt, wie viele von euch sind Deutsche? Und dann haben nur 3 Kinder die Hände gehoben. Und dann hat sie gesagt, wie viele von euch haben deutschen Pass? Alle Kinder haben die Hände gehoben. Und dann hat sie dann gefragt, aber vorhin habt ihr irgendwie geschwiegen. Er hat gesagt, ja, uns glaubt ja niemand. Wenn ich sage, ich bin Deutsch, mich glaubt doch sowieso niemand. Also insofern, das ist so immer die Frage der Zugehörigkeit. Was muss ich erzählen? Also welche Narration brauche ich über die rechtlichen Rahmen hinaus auch, damit Leute auch das Gefühl haben, die gehören dazu? Und die andere Frage ist, welche historische Erzählung haben wir auch? Wer hat dieses Land aufgebaut? Ja, also das ist, glaube ich, etwas, was immer wieder uns auch durch die Lappen geht. Die Frage der Gastarbeiterinnen aus den 50er, 60er Jahren. Also in dieser Erzählung von Leistung, wer hat diese Volkswirtschaft aufgebaut? Auf welchen Fundamenten basiert diese Gesellschaft? Und wer gehört dazu? Und wer ist ausgeschlossen? Ich glaube, an dieser Narration müssen wir, glaube ich, viel, viel machen, weil auch sie irgendwie gelebt werden muss. Und gleichzeitig diese rechtlichen Rahmen. Also ich bin auch ein Verfechter von Strukturalismus. Wir brauchen Strukturen, Rechte, die irgendwie auch angefochten werden können, auf die wir uns auch berufen können. Aber ich glaube, das ist kein Entweder-oder-Geschichte, sondern die Frage, ich brauche meine Rechte, ich muss mich auf etwas verlassen können. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen können, ich bin Teil davon. Ich will mit erhobenem Kopf oder Haupt mitstreiten können und auch für dieses Land auch etwas bewegen können. Ohne dass ja, genau. Dann sind wir jetzt aber auch tatsächlich am Ende, weil es ist 20 Uhr und ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt dann, wir haben ja jetzt auch die Möglichkeit, uns dann weiter auch noch bilateral oder auch gemeinsam dann auch noch auszutauschen, weil ich hätte zum Beispiel zu dem Punkt Schule, würde ich dann auch immer sagen, naja, kommt auch darauf an, wo ich mein Kind dann zur Schule stecke und wie viele es von den anderen dann auch tatsächlich erlebt. Ne? Ist ja auch immer noch, genau. Also stimmt, du bist ja bei Herrn Schneider, den wir in Braunschweig gehört haben, der uns einen Vortrag zum Thema Mehrfachidentitäten gehalten gesagt hat, wo Idel jetzt wirklich aufgelauscht hat, da war sie nämlich auch vor 3 Wochen und da hieß es, wir haben bald die Mehrheit. Ne? Und dann muss man immer fragen, wer ist wir? Genau. Also hat Idel jetzt heute mal das Schlusswort hier. Nein, nein. Okay, gut. Danke. Genau. Alles klar, dann danke ich.
Und oder willst du noch meckern? Willst du auch nicht? Gut. Dann beenden wir jetzt auch den Livestream. Schöne Grüße nach draußen und freuen uns auf den Austausch mit Ihnen, mit euch dann eben noch privat. Ach, nee, ich bin doch da. Ja. Genau, also ich wollte mich ganz herzlich wirklich für die anregende Diskussion, auch für die kontroverse Diskussion bedanken. Heute war die letzte Veranstaltung unserer Reihe Perspektiven für eine offene Einwanderungsgesellschaft. Und die Frage, ich wollte eigentlich auf Ihre Frage auch eingehen, weil diskutieren wir oder welche politische Empfehlungen machen wir auch? Wir haben eine Kommission, die besteht aus 30 Fachleuten aus Politik, aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, auch parteienübergreifend, sowohl CDU als auch grüne Politikerinnen und Politiker haben die Heinrich-Böll-Stiftung. Genau, genau. Ich bin von der Heinrich-Böll-Stiftung. Ja. Also insofern arbeiten wir auch an praktischen Empfehlungen, weil wir denken, es reicht nicht nur darüber zu reden, was ja aber auch wichtig ist, dass wir auch kontroverse Diskussionen führen. Gleichzeitig haben wir auch diese selbstkritische Reflexion, dass wir sagen, es reicht nicht nur zu skandalisieren, sondern es müssen auch positive Formulierungen auch beziehungsweise Handlungsempfehlungen auch entstehen. Und das machen wir in breiter Allianz mit vielen Fachleuten, die nicht unbedingt auch der Meinung der Böll-Stiftung oder auch der grünen Politik teilen, sondern auch durchaus sehr kritische Positionen haben. Bis auf jetzt würden wir nicht mit der AfD und NPD-Leute arbeiten, aber ansonsten ist das demokratische Spektrum weiterhin schon sehr breit, auch kontrovers genug, um viele Positionen zu berücksichtigen. Ja, also ist vieles im Netz. Also alles, was wir machen, ist im Netz zu finden. Auch zu der Kommission mit den Gesichtern, mit den Namen. Das ist alles auf heimatkunde.de. So heißt unser migrationspolitisches Portal. Da finden Sie auch viele Informationen. Aber vielleicht haben Sie recht, wir müssen es viel mehr eigene Werbung machen. Nicht so bescheiden sein, sondern vielleicht noch mal viel lauter schreien als die anderen. Das ist immer auch die Frage, wie laut tu was Gutes und auch rede darüber. Das ist vielleicht eine gute Empfehlung. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Wir laden Sie zu Brezeln und Saft im Erdgeschoss. Die Reihe ist hiermit dann abgeschlossen. Die nächsten Veranstaltungen, die wir machen, hängen tatsächlich in Zusammenhang mit unseren Empfehlungen der Kommission, die zu unterschiedlichen Aspekten machen wird. Und da machen wir eine Reihe dazu. Am 21. Juni laden wir Sie auch ganz herzlich ein über das jüdische Leben und jüdische Realitäten in Berlin und in Deutschland. Am 22. Juli, glaube ich, machen wir zu Rassismus, Exit Racism heißt so. Dazu machen wir eine Veranstaltung ausschließlich zu Rassismus und Handlungsstrategien und wie wir auch unser Handeln und unser Denken auch reflektieren. Und wir laden Sie ganz herzlich ein, auch zu den anderen Veranstaltungen. Vielen Dank.